Wo ist die versteckte Kamera? Diese Frage haben Sie sich bestimmt auch schon einmal gestellt. Vermutlich in einer Situation, die so unglaublich war, dass Sie auf der einen Seite das Gefühl hatten, absichtlich reingelegt worden zu sein und dass Sie auf der anderen Seite gehofft hatten, gerade nicht beobachtet zu werden. Wo ist die versteckte Kamera? So ist unser Webinar an diesem Montagabend überschrieben. Warum? Weil auch viele Anleger mit Sicherheit solche Momente kennen, vor allem das Gefühl, dass sich der Markt gegen sie verschworen hat. Vielleicht ist damit bald Schluss. In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen Strategien der Markttechnik auf, mit denen Sie solche Momente in Zukunft vermeiden können. Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Veranstaltung bei Finanzen Net. Schön, dass Sie trotz Fußballs hier mit dabei sind und mehr über Trading-Strategien erfahren wollen. Mein Name ist Markus Gentner. Ich bin Redakteur bei Finanzen Net und ich freue mich, dass wir einen echten Markttechnik-Experten bei uns zu Gast haben. Er ist Berufshändler und seit 22 Jahren aktiver Trader. Ich begrüße ganz herzlich Michael Vogt. Schön, dass auch Sie heute auf den Confed Cup verzichten. Hallo, Herr Vogt. Guten Abend, Markus, ich grüße Sie und heiße auch die Teilnehmer recht herzlich willkommen. Ich hoffe, Ton ist gut, man kann mich gut Ton verstehen. passt perfekt. Man kann Sie sehr gut verstehen, Herr Vogt. Sie sind Börsenprofi, Buchautor und, ich habe es bereits gesagt, Sie traden aktiv seit inzwischen 22 Jahren. Was macht für Sie die Faszination an Ihrem Beruf aus und wie hat alles angefangen? Können Sie sich unseren Webinarteilnehmern bitte ganz kurz vorstellen? Genau. Seit, wie gesagt, Sie sagten es schon, ungefähr 22 Jahren an den Märkten. Das heißt, wo ich angefangen habe, da gab es noch nicht mal das Thema Internet, nicht mal annähernd. Von daher ist natürlich der Werdegang innerhalb des Börsenhandels auch sehr mit dem technischen Fortschritt, den es da drinnen gibt, ein Stück weit verbunden. Ja, genau. An der Stelle, was ist die Faszination dahinter? Im Börsenhandel gibt es sicherlich viele Faszinationen. Eine wesentliche ist, dass obwohl man immer dasselbe macht, man dennoch jedes Mal mit unterschiedlichen Ergebnissen rechnen muss. Das ist etwas, was man im Alltag nicht so oft da draußen findet. Das ist etwas, meine persönliche Faszination, was das Thema Charts und Börsenhandel ausmacht. Können Sie uns bitte ganz kurz umreißen, wie Sie uns in Zukunft vor, wo ist die versteckte Kamerasituation bewahren wollen? Was haben Sie denn für heute für uns vorbereitet? Genau, das Webinarthema selber möchte natürlich so einen groben Drüberflug über den markttechnisch orientierten Handel geben. Das ist ja auch der Bereich, aus dem ich komme. Und ich möchte im Wesentlichen jene Szene mal, es gibt sicherlich viele davon, aber eine davon mit aufzeigen, was so das Wesentlichste ist, gerade in der Welt eines Börsenneulings, mitunter auch Trading-Anfänger. Das muss aber, wie gesagt, nicht auf das kurzfristige Trading allein sich beziehen. Um da mal ein Beispiel zu zeigen, was dann halt oft dann hinter oder beziehungsweise vor den Bildschirmen dann passiert an der Stelle. Und daraus wiederum möchte ich ein Stück weit das Thema markttechnisch orientierter Handel ein bisschen mit ableiten und möchte den Markthändlern ein paar große Themen mit an die Hand geben, aus der es aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, es gilt, sich, wenn man mit dem Börsenhandel, allen voran natürlich auch mit dem etwas kurzfristigeren Börsenhandel anfängt, mit dem man sich beschäftigen könnte. Vielen Dank an unseren Experten bis hierher. Das war schon sehr interessant. Bevor wir aber in die Details Ihrer Präsentation, Herr Vogt, einsteigen und in die Tiefen der Markttechnik richtiggehend einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, auf Folgendes noch hinweisen. Sie können uns bei Fragen oder Verständnisproblemen jederzeit über die Chat-Funktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise während des Webinars aufgreifen. Auf alle Fälle wird es aber am Ende der Präsentation eine Fragerunde geben, in der wir gemeinsam offene Punkte klären wollen. Die eingefleischten Webinarteilnehmer kennen das natürlich schon. Das Webinar wird außerdem, auch da sage ich den meisten Teilnehmern heute Abend nichts Neues, aufgezeichnet. Sie können die gesamte Veranstaltung also anschließend jederzeit noch einmal ansehen. Einen Link zur Aufzeichnung erhalten Sie im Nachgang des Webinars per E-Mail. Außerdem finden Sie etwa eine Stunde nach Abschluss dieser Veranstaltung einen entsprechenden Artikel auf Finanzen.net. Sämtliche Webinaraufzeichnungen finden Sie auch jederzeit auf dem Finanzen.net YouTube-Kanal. Bevor Sie, Herr Vogt, mit Ihrer Präsentation beginnen, möchte ich auch unsere Teilnehmer aktiv in das Webinar einbinden. Das ist ja das Tolle an diesem Format. Sie können sich direkt an dieser Veranstaltung beteiligen. Verehrte Zuschauer, heute möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob und wie lange Sie bereits an der Börse investieren. Ich habe dafür eine kleine Umfrage vorbereitet, die ich Ihnen jetzt mal übertrage und Sie können einfach mal dort reinklicken, Antwort A bis E. Wir haben sämtliche Möglichkeiten. Nein, ich war noch nie an der Börse aktiv.
über ja, ich bin seit höchstens einem Jahr an der Börse aktiv, bis hin zu ja, ich bin mehr als 5 Jahre an der Börse aktiv. Die Antworten sagen selbstverständlich nichts darüber aus, wie viel sie über die Börse wissen oder wie erfolgreich sie sind. Es gibt ja viele Anleger, die ihr Geld schon jahrelang in Wertpapiere investieren und trotzdem nur eine kleine Rendite einstreichen oder, um bei unserem Beispiel zu bleiben, häufig nach der versteckten Kamera suchen, weil sie mal wieder dem Markt hinterherlaufen. Ich sehe, Sie haben abgestimmt und die Umfrage läuft jetzt seit 45 Sekunden. Ich denke, das ist lang genug und ich werde die Umfrage an dieser Stelle beenden. Vielen Dank fürs Mitmachen und dann werde ich sie Ihnen auch gleich übertragen. Also das Ergebnis werde ich Ihnen übertragen. Und da sieht man, Herr Vogt, wir haben relativ viele Profis, will ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest erfahrene Anleger, die mit 40% auch schon mehr als 5 Jahre an der Börse investiert sind. Haben Sie das so erwartet? Was heißt das für Sie und Ihre Präsentation? Sie sind doch hoffentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Davon gehe ich natürlich mal aus. Genau. Also ich wollte jetzt auch nicht damit anfangen, indem wir jetzt die einzelne Candlestick rotes Schwein und grünes Stein. Also ganz so ist es nicht. Nichtsdestotrotz natürlich ist es so, die Anzahl der Jahre sagt natürlich noch nichts darüber aus, im Grunde, wie sehr jetzt die Lernkurve da an der Stelle oder wie sehr das Fachwissen ist. Mitunter ist der eine oder andere, der 5 Jahre dabei ist oder 10 Jahre, braucht auch gar nicht so viel Fachwissen. Er handelt Fonds und Aktien, ist also auch an der Börse aktiv und das ist alles stimmig. Wiederum andere, sage ich, die machen wegen mir sehr den kurzfristigen Handel, müssen an sich ein bisschen aktiver mit ihrem Fachwissen umgehen und mitunter ist dann vielleicht da noch an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf. Also von daher, wie gesagt, das Fachwissen und die Anzahl der Jahre muss nicht immer unbedingt korrelieren, braucht nicht immer sein. An anderen Stellen, je nachdem, was man dann auch konkret an den 5 Jahren macht, ist es mitunter schon mal sinnvoll, vielleicht das ein oder andere Buch mehr oder ein oder andere Seminar mehr gebucht zu haben. Ist eine Ansichtssache und natürlich die Art und Weise, was man wirklich an der Börse macht. Eins ist jedenfalls klar, unser Fachwissen wollen wir mit Ihnen jetzt erweitern und da wünsche ich unseren Teilnehmern viel Spaß bei Ihrer Präsentation und dann können Sie auch direkt Ihren Bildschirm übertragen und unseren Webinarteilnehmern das Neueste erzählen über Markttechnik. Viel So. Spaß, liebe User. Dann ganz kurz, Markus, wollen wir mal schauen, dass die Gesamtübersicht jetzt hier der Vollbildbildschirm sichtbar ist. Man sieht den Ist Bildschirm da. sichtbar. Super. Alles wunderbar zu sehen. Dann würde ich vorschlagen, in Anbetracht der doch mehr oder weniger kurzen Zeit für ein Webinar, lassen wir uns da auch gleich in das Thema hinein. Mein Name ist Michael Vogt. Wir hatten das eben auch schon vorgestellt. Ich möchte Sie an der Stelle auch gar nicht mit langen Vita-Details an der Stelle langweilen. Lassen Sie uns lieber direkt zum Thema kommen. Das Thema ist Markttechnik an der Stelle auch. Vielleicht der ein oder andere mich eher dann auch vielleicht über die Bücher kennen, sei es das große Buch der Markttechnik oder die achtteilige Buchreihe der Händler, beziehungsweise das sich daran anschließende Arbeitsbuch. Ich selber, ich sage es nochmal ganz kurz, komme ja nun aus dem markttechnisch orientierten Handel und da ganz speziell aus dem diversifikativen, markttechnisch orientierten Handel. Unsere Trendgrößen, die wir gerne handeln, sind in dem Schnitt 60 Minuten, beziehungsweise die mittleren Trendgrößen markttechnisch orientiert. Das heißt, wir sitzen jetzt nicht vor, weiß ich nicht, wie viel tausend Bildschirmen von frühs bis abends und tun jeden Tick verfolgen. Ganz so ist es nicht. Aber wir haben auch nicht nur einen Lieblings- oder zwei Lieblingsmärkte, sondern wir handeln im Großen und Ganzen auch alle Märkte von Aktien, Rohstoffen und die Währung komplett alles halt durch, diversifikativ. Wir haben also nicht einen Lieblingsmarkt und beziehungsweise wir haben auch nicht ein, stattdessen aber dafür das ein oder andere Lieblingssignal, was es schlicht und ergreifend gilt zu suchen. Das ist der wesentliche Unterschied, das ist über die vielen Jahre so gewachsen, dass wir nicht mehr Märkte interpretieren, sondern dieses oder jenes Lieblingssignal, was wir haben, dieses Setup in dem großen Anzahl von Märkten suchen. Zu unserem Thema heute. Ich möchte ein kurzes Intro mit Ihnen starten, an der Stelle, was ein kleines bisschen uns einstimmt in das, was da kommt. Und da kriegen wir sehr schön dann auch die Kurve. Und wie bei jedem Webinar, Sie haben ja sicherlich schon das eine oder andere dann teilgenommen, am Ende machen wir mit dem Markus zusammen dann die Fragerunde. Gut. Zum Intro ganz kurz. Wenn wir, wie wir jetzt sehen, wir sind ja jetzt zahlreich in der als Webinarteilnehmer hier vertreten, dann gibt es sicherlich den Anfänger, sicherlich den Fortgeschrittenen und natürlich wird auch der ein oder andere Erfahrene da sein. Und wenn wir wie in jedem anderen Bereich oder im Leben diesen Werdegang eines Händlers in diese üblichen, könnte man sicherlich noch weiter aufdröseln, lassen wir es mal bei den drei Teilen teilen: Anfänger, Fortgeschrittene, Erfahrene. Dann wäre es schon mal eine wesentliche Frage und vielleicht kannst du der ein oder andere rückblickend oder auch in der Vorschau vielleicht versuchen zu beantworten, gedanklich jetzt, wir machen da jetzt keine Umfrage, nämlich was könnte
es gibt sicherlich viele Einkriterien sein oder ein Kriterium sein, was dafür hinreichend ist, um den Kinderschuhen im Börsenhandel entwachsen zu sein, will also heißen, dass man eben zu Recht von sich behaupten kann, nicht mehr ein Anfänger, sondern ein fortgeschrittener Händler zu sein. Das ist dahingehend eine spannende Frage, weil es gibt sicherlich viele Antworten dazu, wohl wahr. Ich habe mal eine auch mitgebracht und ein wesentliches Merkmal, der eine oder andere kann es aktuell nachvollziehen, beziehungsweise der eine oder andere in der Rückschau, ist dieses Schema hier sehr schön. Das blaue oder der blaue Graph soll in dem Stell mal keinen Aktien- oder keinen Future etc. Chart darstellen, sondern er soll mal über die Zeit hinweg die oder das Fachwissen eines Händlers, eines Börsenhändlers darstellen. Wissen Sie, dass er hier unten am Nullpunkt halt wirklich, das war der erste Tag, die erste Woche, die erste Stunde, mit der er sich mit dem Börsenhandel auseinandergesetzt hat. Die kommenden Tage, Wochen, Monate, mitunter Jahre, das Fachwissen ansteigt, aber irgendwann ist oben auch mal Schluss. Nicht, weil er alle Bücher gelesen hat, nicht, weil er alle Seminare oder Webinare, die es gibt, besucht hat, sondern an einem bestimmten Grund, wir werden gleich sehen, hört er irgendwann mit dem Fachwissen freiwillig auf, nach hinten zu, er ein kleines bisschen sogar sein Fachwissen aufräumt, wegen mir, mal gut, man kann sein Fachwissen nicht vergessen, aber der Form halber sei der Graph an der Stelle mal nach unten gemalt. Der für sich macht noch keinen Sinn, drüberlegen müssten wir und machen wir auch den Kontostand. Damit wir jetzt nicht schlechte Laune kriegen, haben wir mal den Kontostand hier unten nicht auf den Nullpunkt gemacht, aber es ist, und Klammer auf, Klammer zu, es gibt natürlich Ausnahmen, wohl wahr, aber im Großen und Ganzen kennzeichnet das eben den Trading-Anfänger, mich einst mit auch, nämlich dass, obwohl ich Fachwissen mir aneigne, dennoch der Kontostand mitunter das nicht widerspiegelt. Will also heißen, das ist eines von vielen, aber auch ein wesentliches Phänomen, mit dem sich der Trading-Anfänger oder Börsenanfänger in dem Fall auseinandersetzen kann, muss, beziehungsweise sollte, dass die Anzahl der Buchseiten, die man gelesen hat, die Anzahl der Webinare, die man gehört hat oder die Seminare, die man besucht hat, nicht zwangsläufig mit den Ergebnissen korrelieren. Nichtsdestotrotz irgendwann der Kontostand natürlich auch hier mitunter natürlich nach oben geht. Und gucken wir uns dieses Phänomen mal an, kommen wir sehr schnell ein paar interessante Sachen auf die Spur. Ist ein großes Thema, auch das ganze Webinar-Thema ist natürlich große Themen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch und Sie sicherlich als Teilnehmer auch nicht, dass wir das jetzt allumfassend beleuchten können, aber ich möchte zumindest mal die Taschenlampe anmachen und wir wedeln mal da drin rum. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch, nächste Folie, an seine oder an seinen ersten Trade erinnern, an seinen ersten Transaktion im Börsenhandel, er hat eine Aktie, einen Fonds oder was auch immer halt gekauft. Bei dem einen oder anderen war vielleicht heute sein erster Trade oder die Woche oder aber steht vielleicht sein erster Trade bevor. Wir sind zahlreich in dem Webinar, würden wir jeden fragen, könnte man im Großen und Ganzen auch davon ausgehen, dass jeder von denen, die hier sind, eine andere Überlegung hatte, warum er diesen ersten Trade gemacht hat. Keine Ahnung, der eine aus technischen Überlegungen, was weiß ich, Fibonacci, der nächste irgendeine Candlestick-Formation, der nächste hat irgendeine Trendlinie gezogen, der nächste hat irgendwelche fundamentalen Überlegungen gehabt. Egal was, wir schreiben einfach mal oben hin auch Regelwerk A. Es ist sicherlich austauschbar und in der Anzahl der Trader, so viele Regelwerke gibt es sicherlich am Ende des Tages auch. Wie sieht es beim Trading-Anfänger aus? Er hat jetzt ein Regelwerk gefunden, was er in Anwendung bricht oder bringt so rum. Der erste Trade, ein Plus-Trade, die Höhe spielt mal keine Rolle, es geht nur ums Prinzip. Der zweite, der dritte, auch ein Plus-Trade, soweit okay. Und jetzt passiert was beim Trading-Anfänger? Der vierte in unserem Beispiel jetzt hier, pures Schema, wie gesagt, betont es nochmal. Der sechste, der siebte, wie auch immer, auch ein Minus-Trade. Was kennzeichnet einen Trading-Anfänger? Allen voran heutzutage, wo so viel Fachwissen, und das ist jetzt nicht das ist so ein bisschen polemisch, ich meine, so viel Fachwissen auf der Straße liegt, im Sinne von, es gibt ja da das Internet und man kann ja heutzutage nun wirklich mit wenigen Mausklicks schnell ein neues Regelwerk finden, sich Fachwissen aneignen, in Foren rumstöbern. Nach 3, 4, 5 Minus dreht, beim einen nach 3, beim nächsten nach 5, der ein oder andere Trading-Anfänger geneigt ist, diesem Regelwerk die Freundschaft zu kündigen. Minus dreht gehört scheinbar nicht zum Börsenhandel, Minus dreht scheinbar ein, ich nenne es mal lapidar, ein Konstruktionsfehler im Börsenhandel ist, von daher eben dieses Regelwerk, was man da nahm, scheinbar nicht das verspricht oder das hält, was es einst versprach. Regelwerk B ist heutzutage schnell gefunden. Ein Klick im Internet, ein neues Webinar, ein neues Buch. Und für das Konto ist es der fortlaufende 8., 9., 10. Trade. Fürs Regelwerk gesehen
Der erste. Regelwerk B schnell gefunden, plus dreht, minus, minus, minus dreht. Okay, scheinbar auch dieses Regelwerk auch nicht ganz das Richtige ist. Regelwerk C ist auch schnell gefunden, hier wegen mir schematisch dargestellt, gibt es nur gleich minus dreht und so weiter und so fort. Das heißt, worum es geht und was heutzutage eine sehr hohe Herausforderung an den gerade privaten Händler ist, der sich, Achtung, anders wie im, was weiß ich, im Büro oder so, ja in der Regel das Fachwissen autodidaktisch beibringt. Die Schwierigkeit für ihn, also gibt es auch einen Begriff davor, dieser diagonale Handel ist. Diagonale Handel, nach so und so viel Minusdrehts wechsle ich das Regelwerk, spring ins nächste, spring ins nächste, spring ins nächste. So, das wiederum ist oftmals auch etwas, was das Fachwissen, Achtung, künstlich nach oben zieht, weil der Trading-Anfänger aufgrund seiner Minusdrehts scheinbar einen Lerngrund präsentiert bekommt, der aber, gucken wir sehr ins Detail, eigentlich nicht ganz so viel mit Börsenfachwissen im Detail zu tun hat, sondern vielmehr um ein Wissen um Regelwerke. Das kennzeichnet nämlich auch den Trading-Anfänger unter anderem, und es ist auch völlig okay so an der Stelle, dass er sehr, sehr viele Einstiege auswendig kann, sich mit viel solchen Themen auseinandergesetzt hat, nicht aber unbedingt gleichzusetzen ist, dass er thematisch generell im Börsenhandel an vielen Stellen dann sattelfest ist. So, wollen wir mal schauen jetzt. Jetzt könnte man ja theoretisch in den Raum werfen. Angenommen, man würde einen Trading-Anfänger im privaten Bereich sagen, pass auf, bevor du den ersten Trade machst. Nehmen wir dich mit und du kommst mal hier mit nach Frankfurt oder nach München oder wo auch immer und schaust jetzt mal dort Folgendes dir an. Und zwar, du bist jetzt mehrere Wochen jetzt hier in den einzelnen Handelsbüros bzw. Abteilungen unterwegs und das allererste, was wir dir ausführlich beibringen, ist das Orderbuch. Wie funktioniert ein Orderbuch? Fakt ist eins, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, aber im Großen und Ganzen ist natürlich klar, dass die Kurse nicht aus dem Topf gezogen werden. Da gibt es ja logischerweise ein, ich nenne es mal vorsichtig, ein System dahinter, wie Kurse gestellt werden. Im einfachsten natürlich Angebot und Nachfrage, das ist schnell erklärt oder schnell gesagt. Erklärt ist es dann doch nicht so schnell, aber angenommen, wir tun jetzt über mehrere Tage hinweg jemanden ein Orderbuch erklären, dann kommen wir auf das eigentlich Wesentliche, nämlich, dass der Trading-Anfänger oder der Börsenanfänger Stück für Stück immer mehr auf die Spur kommt, nämlich, wer denn da alles im Orderbuch mit unterwegs ist. Er kriegt Stück für Stück ein Gefühl dafür, dass natürlich der Börsenhandel jetzt nicht per se für die privaten Anleger gemacht worden ist, sondern da gibt es noch ganz andere Teilnehmer. Allen voran beispielsweise Marktteilnehmer, die Märkte arbitrieren. Sei es auf der zeitlichen, sei es auf der räumlichen Ebene, Marktteilnehmer, die definitiv einen Chart anders betrachten wie er vielleicht, der gerne Trendlinien zieht oder sich vornimmt, später mit Candlestick-Formation beispielsweise jetzt zu arbeiten. Eine riesen Marktteilnehmerschaft an der Stelle, die den Markt ganz anders betrachtet. Je tiefer wir unterwegs sind und er sich sehr ausführlich mit diesem Thema Arbitrage im Nachgang jetzt, angenommen wir hätten ihn ein bisschen in die Fittiche, er sich sehr ausführlich mit dem Thema Arbitrage über ein paar Tage, Wochen auseinandersetzt, er dann das Büro dort verlässt, ins nächste hineingeht und dort Marktteilnehmern über die Schulter schaut, die nicht Märkte arbitrieren, sondern die Absicherungsgeschäfte machen. Das klassische Hedging, das heißt, sie haben im primären Geschäft vielleicht gar nicht so unbedingt was mit der Börse zu tun, irgendeine große Firma, die importiert und exportiert und die parallel die Währungsrisiken beispielsweise dann an der Stelle absichern muss, große Konten hat, große Stückzahlen handelt, aber auch unter dem Gesichtspunkt eines normalen technischen Analyse eben den Chart nicht ganz so betrachtet wie der spekulativ orientierte Händler. Und dann gehen wir von da ins nächste Büro, strategische Investments. Marktteilnehmer, die etwas längerfristig vielleicht an der Stelle on Tour sind. Fundamentalanalyse lässt unter anderem an der Stelle halt grüßen. Und die kann man auch nicht gerade begeistern, wenn man auf 10 Minuten einen, keine Ahnung, eine Trendlinie zieht und sagt, schau mal, man könnte doch hier Long oder Short gehen. Und dann natürlich auch sehr umfangreich die Händler dann spekulativ orientierte Büros mit reinschaut, da wissentlich natürlich, dass anders wie bei den anderen, zumindest da ist es nicht ganz so der Fall, der Spekulant ja sich noch auf verschiedenen Zeiteinheiten in sich selbst vervielfältigt. Da gibt es den einen Händler völlig zu Recht, der auf dem Tickchart rumhandelt und den anderen auf dem Tageschart und alles andere, was zeiteinmäßig bzw. trendgrößenmäßig dazwischen hängt. So, und jetzt sind da viele Wochen vergangen und wenn man jetzt den fortgeschrittenen Händler, wenn man jetzt den Händler hier nimmt, der wegen mir als Trading-Anfänger als solches vielleicht noch gar keinen Trade gemacht hat, er sich aber über die Wochen mit Marktteilnehmern auseinandergesetzt hat
Und nebenbei bemerkt, die Markttechnik macht das sehr intensiv. Dann bekommt er etwas, was aus meiner Sicht, ein Moment, jetzt bin ich hier aus den Folien raus, was aus meiner Sicht für einen Börsenhändler muss gar nicht mal unbedingt Trading sein. Das könnte ja auch, das ist immer ein bisschen so kurz gesprungen. Nicht jeder muss zwangsläufig auf dem Tick-Chart oder auf dem 10-Minuten-Chart unterwegs sein. Auch einer, der auf Tages- oder auf 60-Minuten-Chart unterwegs ist, ist ja dennoch auch irgendwie die Börsenhandel logischerweise auf der technischen Analyse verhaftet. Der Händler, der sich aber sehr ausführlich mit Marktteilnehmern beschäftigt, da jetzt auf den Punkt kommen, er kriegt einen Realitätssinn. Und diesen Realitätssinn kann man noch konkreter fassen, nämlich den Realitätssinn für den fachlich sauberen Minustrade. Und das, glaube ich, ist etwas, was gerade im Börsenhandel auf der Didakte, auf der privaten Seite, der sich das autodidaktisch beibringt, etwas ist, was am längsten dauert. Ein Regelwerk zu lernen, ist eine Sache von einem lustigen Abend. Dann hat man es im Groben erstmal verinnerlicht, beziehungsweise könnte es so grob nachvollziehen. Aber mit den fachlich sauberen Minustrades anzugehen, beziehungsweise damit umzugehen, das ist eine Sache, das ist schwierig. Und noch viel schwieriger ist es natürlich, den fachlich sauberen Minustrade von den fachlich unsauberen Minustrade zu trennen. Bei dem fachlich sauberen Minustrade habe ich mich an mein Regelwerk gehalten und dennoch kriege ich Minus. Das heißt, negative Erfahrung ja, Lerngrund nein. Ich habe nichts falsch gemacht. Der Grund für diesen fachlich sauberen Minustrade ist schlicht und ergreifend die Existenz von anderen Marktteilnehmern, die den Markt eben nicht genau zu diesem Zeitpunkt so sehen oder sahen wie ich. Der fachlich unsaubere Minustrade hingegen ist jener Trade, wo ich mein Minus zurecht bekomme. Besser noch eine Null dran, damit ich es mir merke, weil ich habe mich wirklich nicht an, wir gehen mal davon aus, dass es ein vernünftiges Regelwerk ist, daran gehalten und von daher ich wirklich einen unsauberen Minustrade gemacht habe. Blöd ist es, wenn ich beide voneinander nicht zu trennen weiß. Das ist wirklich richtig blöd, weil ich weiß nicht, muss ich jetzt ein Buch nehmen oder muss ich jetzt kein Buch nehmen? Bei dem einen wäre es besser, ich nehme eins, beim fachlich unsauberen Minustrade. Bei dem anderen wiederum beweise ich, dass ich gar nichts drauf habe, obwohl ich nämlich da, also der Fakt, dass ich ein Buch in die Hand nehme, weil es war schlicht und ergreifend das, was man in der Regel halt eben den Realitätssinn im Börsenhandel nennt, nämlich, du hast dich an alles gehalten, alles richtig gemacht und dennoch eingezahlt. Willkommen im Börsenhandel. Das gibt es natürlich nicht nur auf der Minus-, sondern auch auf der Plusseite. Es gibt den fachlich unsauberen Plusdreh. Den ist natürlich im Börsenhandel jetzt, den Trading-Anfänger erstmal völlig egal. Der Börse hingegen ja auch oder dem Broker, der zahlt das so oder so aus, ob du dich an dein Regelwerk gehalten hast oder nicht. Selbst wenn du nicht mal lesen könntest und dennoch richtig lagst zur rechten Zeit am richtigen Ort, die Börse zahlt dir ja die 1000 Dollar aus. Aber es gibt natürlich auch den fachlich sauberen Plusdreh. Das heißt nämlich jenen, wo ich mich A, nicht nur an das Regelwerk gehalten habe, sondern dieses auch so verstanden habe, dass es duplizierbar ist. Der fachlich unsaubere Plus dreht, das ist der Klassiker, einfach zur rechten Zeit am rechten Ort, dieses klassische Glücksrittertum. Und da gibt es ja auch einen Satz dafür, noch fünf von solchen Plus dreht und dein Konto ist platt. Das tut ja nichts anderes aussagen, wie eben dieser fachlich unsaubere Plus dreht. Das heißt, du warst nur zur rechten Zeit am rechten Ort. So, diese vier Sachen gilt es natürlich voneinander zu trennen. Übrig bleibt natürlich der saubere Handel. Will also heißen, dass man fachlich korrekt handelt. Wissentlich natürlich, dass wenn ich fachlich korrekt handle, es immer noch den fachlich sauberen Minustrade geben wird, der ja seine Existenz nicht in dem fehlenden Fachwissen, sondern in der Existenz von anderen Marktteilnehmern hat. Und jetzt, und da sind wir auch ganz schnell dann mit dem Intro hier mal durch und kommen in ein anderes Thema hier mit rein, kann man natürlich im Börsenhandel sehr schnell den Kreis der Lächerlichkeit betreten. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Im Berufshandel genauso natürlich wie im privaten, allemal. Und zwar, und ziemlich einfache Geschichte an dem Moment, Kreis der Lächerlichkeit betreten, nämlich wenn man der Meinung ist, dass nur durch die Existenz von Minustrades man sich geneigt fühlt, ein neues Regelwerk zu nehmen. Ich habe in Regelwerk C 3, 4, 5 Minustrades gemacht, sage jetzt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mache Regelwerk D. Oder aber ich im Regelwerk D so lange rumtüftle und an sämtlichen Parametern Wild West einfach ran rumdrehe, nicht weil ich was feintunen möchte, sondern weil ich irgendwie diese Minustrades einfach umgehen möchte, dann habe ich diesen Kreis der Lächerlichkeit eben betreten, sofern ich denn der Meinung sei, dass mit dem neuen Regelwerk, mit diesem neuen schnell zu tüftelnden Parameter ich eben scheinbar die anderen Marktteilnehmer wegtüfteln könnte. Als gäbe es diesen einen geheimen, auf der spekulativen Seite zu findenden Indikator, den
Wenn ich ihn in meine Handelsplattform hineinbringe, dann eben jene Marktteilnehmer, die arbitrieren, peng, sind sie weggetüftelt, diejenigen, die bis dato abgesicherte Hedging-Geschäfte gemacht haben, mit dieser Parametereinstellung, peng, sind sie nicht mehr existent, gleichsam bei den strategischen Investoren. Natürlich gibt es das nicht, die werden immer noch da sein, nichtsdestotrotz, und da drehe ich mich im Kreis, aber ich wiederhole es gerne nochmal, weil es wiederholenswert ist. Das ist, glaube ich, eine große Hürde, eine wichtige Hürde, die es zu nehmen gilt, ein wichtiger Leuchtturm, den man da ansteuern muss, dass man diese Existenz, den Realitätssinn und die Existenzberechtigung für den fachlich sauberen Minusdrehen einfach erkennt, wahrnimmt, sich auch herleiten kann. Das ist der wesentlichste Punkt. Das dauert viele Wochen, Monate, um dann wiederum auch Stück für Stück sich nicht nach zwei, drei Minusdrehen sich permanent neu zu tapezieren und dann endlich etwas entstehen kann, was neben der Duplizierbarkeit, also sprich den sauberen Regelwerk, nämlich dann auch einfordern kann, die Beständigkeit. Duplizierbarkeit und Beständigkeit ist ja das, was im Börsenhandel Bedingung für den Erfolg ist. Nur weil man fachlich sauber handelt, sprich duplizierbar handelt, heißt man noch lange, lange nicht, dass man beständig handelt. Beständig heißt, drei, vier Minustrades auch mit zu umgehen. Herr Vogt, wann kann ich kurz eine Frage zwischen einstellen? Gerne. Wann würden Sie denn sagen, muss sich die Strategie ändern? Nach wie viel sauberen Minus-Trades? Weil ich kann ja nicht ewig an einer Strategie festhalten, die mir zwar saubere Trades, aber immer Minus-Trades beschert. Recht die Frage. Natürlich kann man jetzt nicht pauschal sagen nach 13, weil ab 14 ist das Regelwerk blöd. Es ist natürlich, muss man ein bisschen die Lampe ins Detail anmachen. Beispielsweise, wenn jemand gern aus der Korrektur heraus handelt, ja, und da ist natürlich die Trefferquote oftmals sehr gering, wenngleich die Gewinnerwartung beispielsweise, nehmen wir mal an, es handelt gerne einer Trends aus der Korrektur heraus und mit dem Übergeordneten ist dann die Korrektur und er handelt dann mit seiner Signalebene die Trends raus an den 2 und drüber hinaus. Hohe Treffer, geringe Trefferquote, hohe Gewinnerwartung. Will also heißen, man muss da im System selber natürlich reingehen und vor allen Dingen, was das Ding, das Regelwerk in der Verortung des jeweiligen Charts ganz konkret auch für eine Handelsausrichtung vorhat, um dann mal zu schauen. Fakt ist natürlich eins, wenn man 30 Minustrades in Folge hat, dann kann natürlich grundsätzlich mal drüber überlegen, was man da überhaupt falsch macht oder ob das überhaupt Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Aber man muss es dann wirklich in die Handelsausrichtung aufdröseln an der Stelle. Aber Regelwerke zum Beispiel, wir handeln auch sehr viel Trends aus der Korrektur heraus, da mal 7, 8 Minustrades in Folge aufzugreifen, das ist eine Sache, okay, da ging die Korrektur halt noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück tiefer, das Signal kam, man wurde ausgestoppt, Signal kam, ausgestoppt, das ist etwas, was einen jetzt nicht gänzlich aus dem Ruder laufen lassen oder einfach ja, aus der Fassung bringen sollte. Also im Prinzip kann man sagen, wenn das Konto leer ist, dann sollte man die Strategie spätestens ändern, sehe ich das richtig? Na gut, das Konto leer geht natürlich auch mit einem Trade, ja, das kann ja, natürlich das auch passieren, klar. Oder ich mache 1000 Trades mit mehr als so und so viel Euro Minus, ja, also man muss da schon die Lampe anmachen, sicherlich ist nach 5 oder 6 Minus Trades im Großen und Ganzen noch keine Aussage darüber zu treffen, wie sehr jetzt dieses jeweilige Regelwerk stimmig ist oder nicht, wenngleich, ich muss immer dazu betonen, es ist eine Frage, was es eine für eine Handelsausrichtung hat, bei Ausbruchstrades beispielsweise, da sollten 8 Folgetrades im Minus in Folge vielleicht nicht so unbedingt sein, bei einem Trend Handel aus der Korrektur heraus wäre es etwas, wo man sagt, okay, das ist schon durchaus üblich. Also mir ist aber auf der anderen Seite ein fachlich sauberes Regelwerk, was in Folge als längste Verlustserie jetzt mal 20 Minustrades in Folge hat, aber jetzt per se jetzt auch nicht bekannt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kriegen wir hier von der Stelle sehr schön das als Sprungbrett nehmend, jetzt was ich bisher gesagt habe, sehr schön und schauen wir mal, was das Ganze jetzt mit unserem vielleicht doch eher unüblichen Webinar-Titel, wo ist die versteckte Kamera, zu tun hat. Schauen wir jetzt einfach, dass wir da die Kurve reinkriegen und dann werden wir sehen, kommen wir da auch sehr schön rund, was das Thema betrifft. Weil man muss sich ja mal fragen, warum will ich überhaupt als Trading-Anfänger oder im privaten Bereich, der ja überwiegend spekulativ orientiert unterwegs ist, warum will ich überhaupt auf den Chart schauen? Das ist eine spannende Frage, weil man darf ja nicht vergessen, ich könnte ja auch einfach so long oder short gehen. Ich gehe zu meinem Broker ABC, nehme seine Handelsplattform und mache die ganzen Charts aus und mache einfach nur NTV oder was auch immer an, lasse mir unten die Kursliste durchlaufen und gehe halt so in Adidas einfach long oder short, ohne dass ich je einen Chart gesehen habe. Wenn ich Glück habe, kriege ich auch ein Plus, wenn ich Pech habe, ein Minus. Aber nein, ich möchte im Vorfeld kurz oder lang, je nachdem, auf alle Fälle, ich möchte gerne mal den Chart schauen oder betrachten. So, jetzt dürfen wir natürlich eins nicht vergessen, die Markttechnik geht da sehr intensiv rein, wir machen die Kurzfassung, die sehr, sehr Kurzfassung jetzt davon,
Rein aus der Sicht des Orderbuches gibt es natürlich nicht unendlich viele Teilnehmer, sondern aus Sicht des Orderbuches drei, nämlich jene, und da kann man so ein bisschen klassifizieren oder katalogisieren, jene, die die Long sind, jene, die die Short sind und jene, die, Achtung, jetzt gerade Flats sind, wissentlich, dass sie aber jeden Moment eben, die Menschen zeigen es ja Long oder Short gehen. Das heißt also, derjenige, der Flat ist, sei jetzt hier nicht gemeint, der jetzt im Urlaub ist und den Rechner sowieso nicht anhat, sondern jener, der beispielsweise schon eine Order oben drüber oder unten drunter im Markt hat stehen oder aber der den Finger Anführungsstriche schon am Abzug hat und manuell jetzt in den Markt hineinhüpft. So, Flat, Long, Short, da haben wir sie. Gehen wir mal ganz, und ich betone es, es ist ein pures Schema. Ja, das kann man sehr detailliert machen, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Ich möchte aufs grobe Prinzip hierher kommen, um den Titel auf die Spur zu kommen. So, gehen wir mal vom Folgenden aus. Wir haben einen großen Marktteilnehmer, der sich der Fundamentalanalyse, hier unten FA in dem Kreis auch blau stehen, Abkürzung für Fundamentalanalyse, zugehörig fühlt und der sich jetzt aufgrund dieser Fundamentalanalyse in irgendeinem Markt, welcher ist völlig egal und Zeiteinheit auch, groß reinkauft, große Stückzahlen kauft. Er hat den großen Industriestaubsauger an und zieht sich die Stücke rein. Der Markt zieht es oder der fliegt ein Stück weit nach oben, fliegen jetzt relativ in unserem Schema. So, natürlich darf man eins nicht vergessen, wenn ein Markt steigt. Der Pfeil hier unten zeigt es, symbolisch hier unten mit dem Pfeil nach unten, gab es natürlich viele Marktteilnehmer, wird gern vergessen, die ja bereits vor dem, der fundamental gekauft hat, bereits im Markt waren. Will also heißen, durch den puren Anstieg, durch seine Käufe bedingt, werden immer mehr Marktteilnehmer ins Plus geraten oder aber noch mehr ins Plus kommen, je nachdem. Und es gibt immer mehr Marktteilnehmer in einem steigenden Markt, die bereit sind zu verkaufen. Nämlich die, die schon weit vorher gekauft haben. Losgelöst davon ist es natürlich so, dass gerade der unerfahrene Händler, es gibt natürlich unumstritten Ausnahmen, aber es ist unter anderem ein Kennzeichen für einen Trading-Anfänger, dass er dann in einen Markt kommt, wenn dort Bewegung entstanden ist, weil durch diesen reinen Bewegungsschub erstens vielleicht im reinen Chart eine große grüne Kerze ist, wo er sagt, boah, was ist denn hier los? Mal gucken, hier ist ja eine Party, mal gucken, ob ich da noch mit dran teilnehmen kann. Oder aber es medial, Presse, Funk, wie auch immer, irgendwie verarbeitet wird oder halt im Netz halt rumgeschickt wird. Fakt ist eins, je weiter ein Markt steigt, umso mehr ist das einfach wie so eine Rakete, die da hochschießt, Stück für Stück den einen oder anderen Händler einfach anzieht, der dann auch da gerne mit oben drauf springt. So, wie sieht es jetzt aus? Der Markt steht am gelben Punkt. Es gibt eine Menge, sorry, vielleicht ein paar wenige Marktteilnehmer, aber mit einer Menge an Stückzahlen, die raus wollen. Und es gibt wegen der Zahlenreiche natürlich immer ist die reine schiere Masse, ist der Trading-Anfänger immer natürlich der größte, aber von dem, was er in den Order-Stückzahlen hat, er verhältnismäßig gesehen der kleinere. Im Orderbuch zählt nur Stückzahl. Das heißt, ein paar weniger, aber große Stückzahlen wollen raus, ein paar oder ein paar mehr, aber von der Stückzahl weniger wollen in den Markt rein. Was passiert? Der Trading-Anfänger ist, hat sich reingekauft, der andere Teilnehmer ist raus, aber die Stückzahl ist ja im Orderbuch entscheidend. Schlussendlich wird der Markt was machen? Er kippt ein Stück nach unten jetzt an der Stelle. Wie sieht es aus mit dem Händler, der oben auf Bewegung aufgesprungen ist, in der Hoffnung, dass die Party weitergeht? Mitunter der Trading-Anfänger, das ist ja auch ein, schließe ich mich mit ein wesentliches Kennzeichen zu Beginn, dass man natürlich immer denkt, dieser Trade, das ist der erste und der letzte, also hohe Stückzahl rein, wer weiß, ob morgen noch die Börse auf ist, so ungefähr. Also wird natürlich auch bei wenig Marktbewegung gegen einem das stellenweise natürlich schon kondorelevante Auswirkungen haben. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn der ein oder andere, der da reingesprungen ist, auch so schnell wie, was so schnell wie möglich, aber nach weiteren Marktbewegungen nach unten natürlich den Markt gern verlassen möchte. Und von wem werden ihn, zumindest in unserem Schema jetzt so, die Stücke wieder abgekauft? Natürlich von Marktteilnehmern, die ja fundamentale nach wie vor Analyse betreiben oder aber Marktteilnehmer, die, es gibt ja nicht nur einen, der das betreibt, weiterhin und parallel fundamentale Analyse betreiben, die diesen Markt so oder so kaufen wollten und jetzt wiederum dankbar sind, dass der Markt ein Stück runtergekommen ist und sie können an der Stelle einsteigen. Was passiert? Fundamentale, fundamentale und den Markt zieht es halt weiter nach oben. Marktteilnehmer gehen raus, der Trading-Anfänger ist nicht alle, aber ein Großteil raus. Marktteilnehmer kaufen den Markt weiter nach oben und werden jetzt zuzüglich zu
der Fundamentalanalyse natürlich kommen jene Marktteilnehmer mit ins Spiel, die Abkürzung TA, technische Analyse betreiben. Eine schiere, das ist eine, blickt man ja kaum noch durch, ne? Muss man ja auch gar nicht durchblicken, muss man auch dazu sagen. Eine schiere Anzahl von der technischen Analyse und den vielen Einstiegssignalen kennzeichnet jetzt, das wiederum zusammenfassend, dass vielleicht ein Trend da ist und jetzt klappern alle Indikatoren Stück für Stück und sagen, hurra, long, 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 die technische Analyse im Sinne der Charttechnik schreit long, 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 Markttechnik etc. sagt long, long, long. Viele, viele Marktteilnehmer, magnetmäßig zieht es jetzt an und die treiben den Markt weiter, weiter, weiter und getrieben, beziehungsweise initial gezündet von der vielleicht der Fundamentalanalyse, getrieben von der technischen Analyse, steht der Markt hier oben. So, und jetzt ist spannend. Das muss man sich aber überlegen. Wie sieht das aus der Welt eines Trading-Anfängers aus? Der Trading-Anfänger ist hier oben rein, hat mit Minus verkauft, entsteht der Markt hier oben. Der ärgert sich ja nicht nur einmal, sondern, und das kennt man ja zur Genüge vielleicht aus der eigenen Historie, ich zumindest aus meiner Historie allemal, weil das hat sich ziemlich eingebrannt, dieses Gefühl, man ärgert sich zweimal. Warum zweimal? Nämlich auch einmal, weil ich hier mit Minus rausgegangen bin. Aber was noch viel mehr schmerzt, dass man ja eigentlich, was die Richtung betraf, woher auch immer, ob das jetzt orakelt oder technisch irgendwie halbwegs ein Fundament hatte, Fakt ist eins, der Markt ging in die Richtung, wo man dachte, dass er hinzugehen hat. Und hätte man jetzt so gesehen hier unten nicht die Position geschmissen, wäre man sogar noch im Plus. Das heißt, das zweite Mino, das zweite Smiley hier, diese Ärgernis wiegt ja fast noch mehr wie das eigentliche Ärgernis um das Minus, weil man hätte sogar ein Plus haben können. Wen soll es denn jetzt auch verwundern, dass der Trading-Anfänger, nicht alle unumstritten, aber doch der eine oder andere, sich jetzt natürlich auch geneigt fühlt, wieder reinzugehen? Zumal es gilt ja A, Minus auszugleichen und B, der Markt geht ja in die Richtung. So, wie sieht es aus? Natürlich springt man wieder oben auf Bewegung auf. Man muss ja gar nicht genau den Hochpunkt haben, möchte ich ja gar nicht sagen. Mitunter hüpft man da rein und man sieht noch ein Stück Plus, das mag ja durchaus sein. Nichtsdestotrotz vergisst man bei dem Sprung da oben hinein in den Markt, dass andere Marktteilnehmer ja hier in den Ästen zuvor, und das sind das nur die Äste, die wir hier darstellen und eben noch viele Äste davor ja gab, es Marktteilnehmer gibt, die bereits drin sind. Das heißt, mit dem weiteren Anstieg hier treibt es immer mehr Marktteilnehmer in das, was der Trading-Anfänger mit dem Sprung hier oben sucht, nämlich den Gewinn. Also kann es ja dem Trading, dem Händler, der davor drin ist, ja auch nicht übel nehmen, wenn der eine oder andere eben Kasse macht und in den steigenden Markt hinein Positionen schließt. Mögen zahlenmäßig nicht viele sein, ich sage das eben, nichtsdestotrotz an der Stelle von den Volumina nicht wenig. Und was passiert? Der Trading-Anfänger hüpft oben rein auf der Long-Seite, vielleicht sieht er noch ein kleines Plus, mag sein, im Großen und Ganzen kippt der Markt. Eine Korrektur jetzt im Sinne eines Trendes entsteht, andere Geschichte. Aus Sicht des Trading-Anfängers heißt es einfach nur Hilfe, der Markt brennt und raus und raus und raus. Und je weiter der Markt tiefer reingeht, also in den Bewegungsast davor, umso mehr mitunter das Minus größer wird, allen voran, wenn die Positionsgröße nicht stimmig ist. So, wen soll es auch verwundern? Selbes Spiel, Marktteilnehmer gehen raus, andere Marktteilnehmer, allen voran die technische Analyse in diesem Fall gehen rein, weil. Hurra, der Markt hat eine Tendenz, also einen Trend, dann wiederum ist das ja nur eine Korrektur, dann können wir uns eben in jene hineinkaufen und den Markt zieht es weiter nach oben. Selbes Spiel, vielleicht macht der Trader einen dritten, einen vierten Trade oder aber er steigt hier das erste Mal ein, das heißt, das muss ja nicht immer bei einem beginnenden Trend sein, das kann ja auch in der Fortsetzung sein, dass der Händler seinen ersten Trade macht. Fakt ist eins, nach so einem Handelstag mit solchen Trades, oder so eine Handelswoche auf einer höheren Zeiteinheit. Dann fragt sich der Händler eben schon, und da sind wir auch beim Titel des Seminars, des Webinars, Hilfe, ich habe das Gefühl, es wäre eine, als wäre eine versteckte Kamera hier irgendwo im Büro, weil immer wenn ich in den Markt gehe, macht der Markt genau das Gegenteil von mir. Und diese Aussage, wann immer ich in einen Markt gehe, macht der Markt das Gegenteil von mir, das ist natürlich vielleicht in einem anderen Wording bei dem einen oder anderen, aber kennzeichnet für einen Trading-Anfänger. In diesem Kaninchenloch, da war jeder mal drin, ich mich mit eingeschlossen. Und das Interessante ist, in der Außenbetrachtung ist jemandem klar, wenn jemand erhört, dass jemand das eben diesen Spruch dann sagt, dass dieser Satz nicht zufällig entstehen kann. Wann immer ich in einen Markt gehe und der Markt macht das Gegenteil von mir, da müssen zwei Bedingungen also, oder zwei Voraussetzungen einfach da gelaufen sein. Nämlich Punkt Nummer eins, man ist auf
Bewegung aufgesprungen. Der Markt hatte Bewegung und du hüpfst oben drauf, die Party ist im Gange und du kommst noch hinzu und denkst, es geht noch ein Stück. Und zeitgleich war unten drunter irgendwie eine Tendenz. Man dachte vielleicht, hurra, was weiß ich, ja, ich weiß doch, was ein Trend ist, doch ganz simpel, der Markt geht irgendwie nach oben, ja. Aber am Ende des Tages man vielleicht doch nicht so genau wusste, was denn das da sei. Und diese beiden Sachen in Kombination, eine Tendenz liegt vor und man hüpft auf Bewegung auf, das mitunter kann eben zu dieser Aussage führen und eigentlich auch nur da, wann immer ich in den Markt gehe, macht der Markt scheinbar genau das Gegenteil. Und man muss es ja erstmal seinem Partner, seinem Gattennachbar oder am Stammtisch abends jemanden erklären, dass in einem steigenden Markt man mit Long Trades, sprich also mit jenen Trades, die auf steigende Kurse partizipieren, man sein Konto halbiert hat. Das musst du erstmal dem Nachbarn auf dem Bierdeckel darlegen, dass du mit dem Setzen auf steigende Kurse und der Markt ist auch gestiegen, dein Konto halbiert hast. Schema haben wir hier. So, somit stellt sich natürlich die Frage, im Großen und Ganzen, das war jetzt nur so mal so ein ganz kurzes Schema, was eben diesen Titel des Seminars oder des Webinars hier schnell auf den Punkt bringt, stellt sich natürlich die Frage, was soll die technische Analyse aus Sicht der Markttechnik eben leisten? Dann lasst uns hier einen kurzen Überflug machen mal an der Stelle. Stellen wir uns Folgendes vor, ein Jahrmarkt, den gibt es in jeder Stadt, stellen wir uns aber bildlich da noch um eine Funktion mehr diesen vor. Bei den normalen Jahrmärkten draußen, Kartoffeln oder Kirschen oder was auch immer da verkauft wird, wird in der Regel halt nur gekauft und da wiederum sind die Preise natürlich da hinten von der Verkäuferin oder Verkäufer nicht variabel. Aber stellen wir uns noch vor, dass eben das Angebot auch doch da wäre, sprich, dass wir auch die Kartoffeln oder was auch immer, die Äpfel auch hinbringen könnten. Und stellen wir uns dann noch hin vor, dass die Anzahl dessen, um es ein bisschen einfacher zu machen, dessen, was ich kaufe oder verkaufe, sprich die Einheit immer gleich ist, weil es könnte ja natürlich sein, dass die Anzahl der Nachfrage ziemlich lang ist, ja, aber die Angebotsschlange vielleicht nur aus einer Person besteht, nichtsdestotrotz diese eine Person tonnenweise was abverkauft, hingegen die Nachfrageseite immer nur ein Stück hier irgendwas will, das heißt über die Anzahl der Schlange weiß ich ja immer noch nichts über die Einheit, die gekauft werden soll. So, und angenommen, wir stünden jetzt hier davor in der Mitte und müssten jetzt überlegen, ob die Kurse rauf oder runter gehen. Da wäre natürlich dieses Schauspiel schon mal sehr hilfreich generell und ich würde jeden bitten, mal in einem Jahrmarkt, wenn er das nächste Mal die Woche oder die Woche drüber geht, da mal 10 Minuten innezuhalten und sich wirklich da mal hinzustellen und um dieses Bild, um dieses Angebot gedanklich nur zu erweitern, dass das ein bisschen bildhaft in seinem Kopf sich da einbrennt. Weil der eine oder andere sagt natürlich, hurra, ich würde jetzt mich hier auf die Nachfrageseite schlagen, die Schlange ist länger, macht irgendwie Sinn, möglicherweise die Kurse weiter raufgehen. Aber ich darf halt nicht vergessen, und das wird zu sehr vergessen, und ich würde es dem einen oder anderen Trading-Anfänger gern mit an die Hand geben, dass wenn man im Börsenhandel jetzt eine Position eingegangen ist, nach welchem Regelwerk auch immer, auf der Long- oder auf der Short-Seite, in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, sprich die Position eingenommen habe, kann ich ja mein Regelwerk nehmen und kann es zerreißen. Warum zerreißen? Weil ich bin ja jetzt nicht mehr Bestandteil des Marktes. Ob diese Position, die ich gerade eingekauft habe, diese Aktie, wo ich jetzt long gegangen bin, dieser Future, wo ich jetzt short gegangen bin, diese CFT oder, das, ob das rauf oder runter geht, entscheidet einzig und allein derjenige, der nach mir kauft. Also ist es die hohe Aufgabe eines spekulativen Händlers und die Markttechnik hat sich das riesengroß auf die Fahne geschrieben, deswegen sind es ja auch so viele Bücher am Ende des Tages geworden, nicht nur so ein kleines PDF-Flyer. Wer kauft nach mir? Das heißt, in unserem Schaubild gesehen ist es ja gar nicht so sehr wichtig, eben, und das ist das Schöne dann, im Jahrmarkt sich so sehr an die Schlange zu konzentrieren, ob die gerade lang oder kurz ist, sondern es wäre doch viel spannender, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, ob links und rechts im Jahrmarkt ein Bus kommt, wo oder aus dem welche Käufer oder Verkäufer da ausgespuckt werden. Und weil ich die da hinten sehe, dass die jetzt kommen könnten, dann ich mich eben daraufhin einfach positioniere. Und das ist der wesentliche Unterschied auch zwischen einem Trading-Anfänger und ein Stück weit des Berufshandels im spekulativen Sinn. Auf der spekulativen Seite im Berufshandel oder jemand, der schon länger dabei ist, da ist die Frage, wer kauft nach mir etwas, wo man da, ich will nicht sagen stundenlang, aber sehr ausführlich das darlegen könnte, warum Marktteilnehmer eben jetzt nach mir kaufen sollten. Hingegen bei einem Trading-Anfänger dieses wer kauft nach mir lapidar abgetan wird und sagt, ja, warte mal noch eine Stunde, warte mal noch einen Tag, warte mal noch 10 Minuten, warte eine Woche, warte ein halbes Jahr.
der Markt hat nur noch nicht begriffen, was ich von ihm wollte. Das wird schon noch, ne? So, das heißt, man hofft, dass jemand nach mir kaufen wird, ja, wohingegen der spekulativ orientierte, etwas fortgeschrittene Händler von vornherein den Augenschein hat, warum könnten Marktteilnehmer nach mir kaufen, und ist das im Großen und Ganzen dann der Ansatz dazu. So, wollen wir einfach mal schauen. Es muss also das Ziel sein, verschiedene Themen miteinander zu verbinden. Das würde ich dem einen oder anderen Trading-Anfänger oder auch dem Fortgeschrittenen, der schon länger dabei ist, die Umfrage hat es ja gezeigt, heute zu Beginn des Webinars mehrere Themen miteinander zu verbinden. Und ein wesentlicher Fehler aus meiner persönlichen Sicht ist, dass der Börsenhändler, sei es Anfänger, aber auch manch Fortgeschrittener, der schon länger auf die Charts geschaut hat, schon länger an der Börse unterwegs ist, sich nicht zu sehr mit dem Thema oder zu wenig mit dem Thema Kassa und Terminmarkt auseinandergesetzt hat. Mitunter ist die Begründung dafür auch so, dass man sagt, weißt du was, was interessiert mich denn der Future oder der Optionshandel? Ich handle weder Future noch Optionen, also habe ich da auch keinen Bock drauf, weil wenn ich keine CFTs handle, behandle ich ja auch nicht das Thema. Wenn ich keine Zertifikate handle, behandle ich ja auch nicht für mich innerlich in einem Studium dann dieses Thema. Man muss hier aber einen kleinen Unterschied machen, weil hier geht es nicht darum, dass man sich mit dem Future-Handel per se auseinandersetzt oder den Optionshandel, sondern dass man den Grundelemente des Kassageschäftes und Termingeschäftes an dem Börsenhandel sehr ausführlich mal darlegen muss, auch wenn man am Ende des Tages gar keinen Future-Handel betreiben möchte und auch nie vorhat, es zu betreiben. Der wesentliche Punkt ist, dass das Orderbuch an der Stelle ja ein wesentliches Verbindungsglied zwischen Kassa und Terminmarkt ist. Will also heißen, wenn einer sagt, pass auf, ich handle gerne die Adidas-Aktie oder ich handle gerne, ist ja völlig egal was, für eine Aktie und ist der Meinung, er muss sich eben jetzt nicht mit diesem, was weiß ich, sei es jetzt dem DAX-Future oder den MDAX-Future oder was auch immer, auseinandersetzen, dann ist das nicht ganz richtig, weil auf die einzelnen Werte in einem Indiz, wo es am Future-Handel eben auch, am Terminhandel auch ein Future gibt, da gibt es einen Zusammenhang dahinter. Und diesen gilt es Stück für Stück, auch auf privater Ebene mal, ein Stück weit sich darzulegen, zu überlegen, dass man eben doch auch mal einen Blick für den Terminmarkt hat, wie der funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dem, wir sind ja immer noch bei der Markttechnik, die Markttechnik sich dann auch auf die Fahne geschrieben hat, um das wirklich dem einzelnen Trading-Anfänger oder auch Fortgeschrittenen ein Stück weit mit an die Hand zu geben, weit über die klassischen Wikipedia-Definitionen natürlich hinaus. Und in dem Moment, wo ich mich mit Kassamarkt und Terminmarkt auseinandersetze und anfange auseinandersetze, komme ich ja zwangsläufig auf das Orderbuch zu sprechen. Genauso wiederum im umgekehrten Fall fange ich mit dem Orderbuch an und beschäftige mich damit etwas ausführlicher, wie sowas überhaupt funktioniert. Und auf einmal stelle ich fest, hä, es gibt gehandelte Märkte, oh guck mal, es gibt ja auch gestellte Märkte, was ist denn das? Und siehe da, auf einmal bums, was ist denn jetzt eigentlich ein Orderbuch? Und zwangsläufig bin ich bei Kassa und Terminmarkt ganz schnell zu Hande und kriege auf einmal diese ganze Welt oder in dieser ganzen Welt ein kleines bisschen Ordnung hinein. Was nicht zwangsläufig heißt, dass ich sofort weiß, wo ich an einem Orderbuch zu klicken habe, beziehungsweise zwangsläufig sich die richtigen Signale nur so erschließen würden. Aber das ist das Fundament von allem, dass man da einen Überblick hat. Orderbuch ein großes Thema, auch weit über die Wikipedia-Definition hinaus. Die Markttechnik nimmt sich hier das auf vielen, vielen, vielen Seiten, zig Kapiteln, auch hier stimmig beieinander. Und dann natürlich, wenn ich ein bisschen weiß, was Kassa- und Terminmarkt ist, wie die Zusammenhänge da drinne sind, ich auch mit dem Orderbuch nicht als Kontrollinstanz es mir angeeignet habe, sondern rein, weil ich sage, wow, Kurse werden nicht aus dem Topf gezogen. Also muss doch mal überlegen, wie kommt das, dass eine Aktie, obwohl die Nachrichten so toll waren, dennoch um 10% einknickt, beispielsweise hingegen andere Werte, die, obwohl die Nachrichten grottenschlecht waren, permanent durch die Decke geht. Beispielsweise eins von vielen Beispielen, wo man, wenn man drüber nachdenkt, sehr schnell mit einem Orderbuch und dem Marktteilnehmern sehr schnell da auch die Ordnung reinbringen kann, werde ich Stück für Stück natürlich auch auf den Trendaufbau Stück für Stück zu sprechen kommen. Und auf einmal, wenn ich das von so einer Metaebene mache, werde ich feststellen, dass das völlig Banane ist, ob ich dann jetzt markttechnisch mit Indikatoren oder Trend oder charttechnisch den Trendaufbau definiere, sondern es geht um was ganz anderes. Charttechnik, Indikatoren, Markttechnik ist völlig egal, ob ich jetzt Trendlinien ziehe, ob ich Indikatoren reinmache oder ob ich markttechnisch gesehen lokale Hoch- und Tiefpunkte jetzt miteinander verbinde. Alles sieht sehr simpel aus, ist mit ein paar Klicks auch ziemlich schnell, zumindest so auf den ersten Blick, anzueignen. Aber die eigentliche Schwierigkeit ist ja nicht einfach
nur eine Trendlinie, einen Indikator reinzuschrauben, irgendwelche Hoch- und Tiefs zu verbinden, sondern man muss ja, wenn man einen Trend Stück für Stück, eine Tendenz definieren will, so aufpassen, dass die Definition diesen einen Trend, um den es geht, stringent beibehält und nicht hin und her flatternd, ohne dass ich das so richtig merke, in den verschiedenen Trendgrößen, die in so einem Chart vorhanden sind. Einfach nur lokale Hoch- und Tiefpunkte zu verbinden, okay, da ist die Fehlerquelle eigentlich nahezu null. Das kriegt sogar ein Fünfjähriger hin, lokale Hoch- und Tiefpunkte mit einem Strich zu verbinden. Fehlerquelle wirklich null, kann man wirklich sagen. Aber es gibt ja nicht nur diese lokalen Hoch- und Tiefpunkte, sondern hier auch kleine Zwischenhochs, die ja auch wiederum Punkte 3, Punkte 2 sind. Ne? Warum soll ich nicht diesen, sondern jenen dazu heranziehen zu dem Trenddefinition? Bei Trendlinien genauso. Ne? Jeder kennt diese Fächerfunktion. Warum nehme ich dieses und nicht jenes hoch? Warum dieses Tief und nicht jenes? Indikatoren, Parameter, ich kann sie links und rechts verschieben. Bin ich mal auf der einen Seite schneller in dem Markt, mal bin ich langsamer in dem Markt. Wie mache ich das? Also der Trendaufbau aus Sicht der Marktteilnehmer, wenn ich das betrachte, ein ganz spannendes oder ein sehr tiefgründiges Thema ist, weil ich mich nämlich mit den verschiedenen Trendgrößen, die in einem Chart existenz oder in einer Marktexistenz sind, auseinandersetzen muss. Und jetzt auf einmal wird die Definition, sei es Indikatoren, sagt Markttechnik oder auch die Trendlinien, nicht mehr ganz so einfach, wenn ich als wesentliche Aufgabe habe, eben keine Trends zu überspringen. Und dann kommt natürlich das Thema Zeiteinheiten. Die Markttechnik hat da, also jetzt in unserem Fall oder in meinem Fall ja auch, ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil für die meisten ist schlicht, also für mich, obwohl da gab es das noch so gar nicht mit den Zeiteinheiten bei mir, aber für viele ist das ja nur ein Tool innerhalb ihrer Handelsplattform. Das heißt also, irgendwo in dem Chart gibt es da so eine Uhr oder irgendwas und da steht 10, 20, 70 Minuten drin, da klicke ich drauf und ende aus, der Chart ändert sich. Aber Zeiteinheiten sind ja ein fachliches Thema, nämlich weil ich ja da in den Trendgrößen hin und her springen kann und mitunter eine Menge Fehler habe und wenn ich Pech habe und als Trading-Anfänger hat man mitunter an der Stelle ein bisschen mehr Pech am Anfang, weil keiner da ist, der einen da wachrüttelt, dann mache ich mir die Optik sogar noch zum Feind. Dann kann es ganz schnell sein, dass ich 20 verschiedene Charts innerhalb eines Marktes, was weiß ich, der DAX beispielsweise, aufhabe. Jedes Mal mit einem anderen Ausschnitt, mal mehr, mal weniger Historie geladen, mal mehr, mal weniger skaliert und auf einmal habe ich das Gefühl, ich habe auch 20 verschiedene Trends innerhalb dieses Marktes, weil optisch sieht das so aus. Ob das aber rein orderbuchmäßig real ist, eine ganz andere Geschichte. Ja? So. Und genau an der Stelle ist das Thema Trend und Zeiteinheiten ein wesentlicher Punkt und das sind so die vier ganz großen, da gibt es noch viele weitere, aber die großen Säulen, wo man, wenn man sich damit beschäftigt, auch muss man wirklich sagen, mehrere Wochen mit zu tun hat. Gerade mit dem Thema Zeiteinheiten, was für die meisten nur ein Tool ist, da tun sich andere wirklich sehr, sehr tiefgründig über einen längeren Zeitraum mit befassen. So, nun ist natürlich die Frage, wo könnte Bewegung entstehen? Das ist was anderes wie, wo geht der Markt hin? Weil die Markttechnik hat genau das zur Frage, wer kauft nach mir, ist nichts anderes wie die Frage, wo könnte Bewegung entstehen. Und das ist ein großer Unterschied zu dem normalen Herangehensweise. Man guckt auf den Chart und fragt, geht der Markt noch weiter rauf oder runter? Diese Frage kann ich permanent stellen und auch jede Sekunde beantworten. Oh, guck mal, geht noch ein Punkt rauf, noch ein Tick runter. Die Frage, wo könnte Bewegung entstehen, ist etwas, was ich nicht jede Periode mal ebenso wieder und immer wieder beantworten könnte, sondern das ist halt nicht an jeden Stellen. Da muss man schon mal überlegen. So, wer kauft nach mir? Die Markttechnik hat an der Stelle natürlich auch viele, viele Antworten drauf. Das wichtigste Werkzeug ist aber erstmal, dass sie das Signal und dessen Wertigkeit trennt. Signal versus Großwetterlage. So, und wer kennt das nicht? Wir haben also das riesengroße Thema der Zeiteinheiten. Wir haben auf der anderen Seite dieses rote Kreuz oder Plus soll es ja darstellen. Das riesengroße Thema, ein Ball geht eine Treppe runter im Sinnbild jetzt für einen Trendverlauf nach unten. Und wenn wir diese beiden Themen miteinander kombinieren, dann kommt etwas raus, was den meisten klar ist, wenn sie einen Chart hochfahren, beziehungsweise den Rechner hochfahren. Komischerweise, wenn der Rechner aber oben ist und der Chart an ist, dann vergisst man das oftmals. Wohingegen dann, wenn der Rechner runter ist, ist es irgendwie plötzlich wieder klar. Weil, wenn ich eine hohe Zeiteinheit nehme und dort einen Trend definiere oder finde, nach welchem Couleur auch immer ich das definiere, dann ist das ja soweit klar, dass wenn ich das aufklappe, diesen Chart, ich wieder diese Trendeigenschaft oder diese Definition wiederfinde. Das heißt also, die Korrektur heraus, rot jetzt hier dargestellt, ist in sich selbst wieder mit Trendeigenschaften beschäftigt, nichts Neues. Gar nicht, aber man vergisst es gerne. Und auf der Achse nach unten, der Bewegungsast runter hier schwarz, ist
rot dargestellt, natürlich in sich selber wiederum mit eigenen Trenneigenschaften verbunden. Genauso bei dem roten selbst klappe ich es auf, habe ich den blauen Trend, beziehungsweise die Korrektur hat eigene, mal mehr oder wenig saubere die Korrekturen, dennoch wiederum eigene Trendeigenschaften. Trends ineinander verschachtelt. Und genau diese Verschachtelung, der kann man dem Marktteilnehmer sehr schön auf die Spur gehen. Die Markttechnik macht genau hier an der Stelle die Lampe an und überlegt, Mensch, was können wir denn da alles rauslesen? Weil das ist ja, wie gesagt, nicht aus dem Topf gezogen, das ist ja alles nicht ganz zufällig. Und an der Stelle haben wir doch auch die Frage, wer kauft nach mir ein kleines bisschen, zumindest so in der Schnellbetrachtung, in dem übergeordneten Marktverlauf auch wiederzufinden, weil ich darf ja nicht vergessen, was für mich der übergeordnete Trend zu meinem Signaltrend ist, ist ja wiederum für einen anderen Marktteilnehmer der Signaltrend. Das heißt, es macht schon Sinn, mal immer nach eins übergeordnet nach der Verortung zu schauen und das Signal, was vorkommt, mit seiner Wertigkeit, sprich seiner Verortung, mal gegenzuchecken. Und genau das alles macht, wie gesagt, die Markttechnik. Wir haben jetzt hier eine schöne Grafik, die bringt das zusammen über viele, viele Seiten, beziehungsweise großen Themen. Nimmt sie sich die Marktteilnehmer vor, sie nimmt sich das Orderbuch vor, sie nimmt sich die Zeiteinheiten vor, sehr detailliert Bewegung und Korrektur, was das ist. Warum muss auf einer Bewegung im Nachgang einer Korrektur folgen? Das ist an sich, wenn man dann durchschaut im Orderbuch, etwas, ich will jetzt nicht sagen nahezu selbstverständliches, aber weil man ein bisschen dahinter blickt, ist es, wo man sagt, ah, das macht doch alles Sinn, ohne dass man zwangsläufig, nur weil man sich dafür beschäftigt, natürlich im Chart jetzt hier nur noch der Markt, ja, der Märkte ist. Aber man kriegt ein bisschen einen Blick für das, was da von Menschen gemacht ist. Und natürlich die Markttechnik, der eine oder andere kennt das ein bisschen aus dem Internet, da ist das ziemlich viel da drin, so diese klassische Punktzielung, damit ist gemeint, dass man oftmals liest, oh, der Markt ist an einem Punkt 2, was also nichts anderes heißt, in einem tendierenden, markttechnisch tendierenden Trend, der Markt einen lokalen Hochpunkt oder es gibt den Punkt 2 natürlich auch auf der Short-Seite an einem lokalen Tiefpunkt gerade vorbeirutschen. Ne? Punktzählung, das heißt, wir haben eine Tendenz, die hat schlicht und ergreifend Hoch- und Tiefpunkte und mitunter in der Markttechnik, damit das man schneller im Gespräch oder beispielsweise in irgendwelchen Foren schneller erklären kann, benennt man diese nicht gleichzusetzen jetzt mit Elliott Wave etc. Man zählt das an der Stelle nebenbei bemerkt auch nicht weiter weg. Da könnte jetzt auch Fix und Foxy stehen. Es geht ja gar nicht um Definition. Überall sind Definitionen wichtig, nur halt nicht im Börsenhandel, sondern diese auswendig zu lernen bringt nicht viel. Man muss auch das verstehen, was dahinter gemeint ist. Und an diesem Punkt 2 selbst wiederum, darum geht es ja der Markttechnik, da entsteht ja ein Spannungsverhältnis. Ein Spannungsverhältnis von Marktteilnehmern und diese Spannungsverhältnisse, ja, viele wollen auf einmal durch eine Tür, das kann man sehr detailliert erklären, ist in den Büchern sehr ausführlich auch dargelegt, würde jetzt das Webinar hier bei Weitem sprengen, kann man gerne nochmal an einem anderen Webinar gerne aufgreifen, wenn gewünscht, kann man diese Spannungsverhältnisse erklären. Diese gilt es zu suchen, Spannungsverhältnisse, wo Bewegung entstehen könnte. Unter anderem ist es dieser Punkt 2 am Börsenhandel. Den gibt es natürlich nicht nur in der Signalebene, da wird er mitunter auch gar nicht so gern genutzt, sondern mehr in der Großwetterlage, dass man vor einem großen Punkt 2 versucht, bereits in den Markt zu gehen. So, was ist das Resultat? Und dann kommen wir auch dann so langsam zum Ende jetzt ja auch. Der Markt besteht aus Bewegung und Korrektur, soweit ja erstmal im Großen und Ganzen erstmal nichts Neues. Das Neue ist nur, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, es auseinanderzunehmen. Dann ist man hier mal ganz schnell 2, 3 Tage beschäftigt, das nur mal im Grunde herzuleiten. So, dann wiederum stelle ich nämlich fest, dass es saubere und unsaubere Bewegungen im Markt gibt. Da ist es egal, welche Trenddefinitionen und welchen Indikatoren oder welchen Einstiegssignalen Sie sich zugehörig fühlen. Fakt ist eins, wenn Sie in einem Chart schauen, was immer Ihr Lieblingsmarkt ist, Sie werden sehen, es gibt Marktbewegungen, da rutscht der Markt richtig von ganz schnell. Mitunter, wenn du Pech hast, nur 1, 2 Perioden. Wirklich macht er viel, viel Bewegung. Rot jetzt hier mal dargestellt. Schnelle, saubere Bewegung. Und dann wiederum gibt es den, ich nenne es immer gern so ein bisschen so den Süfter irgendwie. Da macht der Markt zwar Bewegung, in unserem Fall ein Stück nach unten. Ja, er hat ja eine Richtung. Aber für die viele Zeit, die da mittlerweile vergangen ist, ist das verdammt wenig. Und da drinnen auch ein bisschen unsauber, die Bewegung. Dann wieder Peng, gibt es dann wieder einen Knall und zack, innerhalb von wenigen Perioden rutscht der Markt wieder rauf. Legen wir beispielsweise die markttechnischen Definitionen drüber, ohne diese jetzt hier im Webinar grundsätzlich hergeleitet zu haben, dann ist es natürlich aber so, dass an der Stelle der Markt nicht erst an dem Punkt 2, wie oftmals da draußen fälschlich dargestellt, sondern auch weit davor mitunter schon saubere, zügige Bewegung hat. Und die wesentliche Frage jetzt, und dann kommen wir auch langsam zum Ende des Webinars hier, ist natürlich, dass der markttechnisch orientierte Handel, und das würde ich jedem gern mit an die Hand geben, dann, wenn man sich mit diesen ganzen Fachthemen auseinandergesetzt hat, ja, zwangsläufig auf etwas kommt, was man handels
Ausrichtungen nennt. Weil angenommen, angenommen, wir haben drei Händler und alle gehen an einem lokalen Hochpunkt in einem tendierenden Markt, beispielsweise Long. Ob sie ihn oder nicht sehen, spielt gar keine Rolle. Irgendein Beispiel. Könnte jetzt auch ein Indikator sein, könnte auch eine Candlestick-Formation sein. Spielt keine Rolle. Dann ist es natürlich so, und das ist die wesentliche Frage, nämlich auf was spekulierst du jetzt? Und wenn du ein Trading-Anfänger, allermal mich einst mit angenommen, gefragt worden ist, auf was spekulierst du, habe ich immer nur gesagt, naja, auf steigende Kurse, siehst du doch, ich bin long. Das ist natürlich für im fortgeschrittenen Handel nicht ganz hinreichend, nur hinzunehmen. Natürlich, wenn du long bist, ist klar, dass du auf steigende Kurse setzt. Wenn du short bist, natürlich setzt du auf fallende Kurse. Aber die Frage ist, welche Architektur innerhalb des jetzt laufenden Trades lässt du zu? Und das ist das Thema Handelsausrichtung. Und der Trading-Anfänger sagt einfach, ich hoffe, dass es steigt, am liebsten schnell, aber die Frage ist, wie steigt es? Du kannst ja dahin annehmen, innerhalb deines Trades, dass der Markt als, links dargestellt, als Trendweite ansteigt. Das heißt, du lässt innerhalb deiner Positionierung auch Korrekturen zu. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Du nimmst das komplette Paket halt mit. Oder aber der eine oder andere Händler sagt, ich handle nur, ich bin auch long, aber auf die Bewegung. Das heißt, die Korrektur, die jetzt innerhalb meines Signaltrendes ansteht, die wiederum ist mein mehr oder weniger Feind im Sinne von, dass sie mir meine Gewinne wegnimmt. Er hat viel schnellere, agilere, viel engere Stops. Oder aber, und es gibt nur drei Handelsausrichtungen im spekulativ orientierten Handel, die haben unterschiedliche Definitionen, wohl wahr, aber ganz grob metamäßig betrachtet gibt es nur diese drei Sachen. Gibt es noch den klassischen Ausbruchshandel, dieses schnell rein raus, da will man nicht den ganzen Trend, da will man nicht die Bewegung, da möchtest du nur diesen Knall im Orderbuch schnell für dich nutzbar machen und gleich wieder weg. So, und genau das ist da, fängt die Markttechnik an, wo die meisten aufhören, nämlich diese Handelsausrichtung, und hier verweise ich auch nochmal auf die vielen Bücher, weil das da über viele Bücher sehr ausführlich dargelegt ist, da fängt ja der eigentliche Handel erst an. Wenn ich drin bin, was mache ich denn jetzt eigentlich? Worauf spekuliere ich? Was lasse ich zu? Setze ich schnelle Stops, länge ich engere Stops, ne? Weidestops, Drehgestops und so weiter. Was habe ich für Kursziele? Woher kommt das überhaupt mit dem Kursziel? Macht das überhaupt Sinn? Trend, Bewegung, Ausbruchshandel, da fängt das ganze Thema an. Das heißt, wir haben also das Wo und wir haben das Wie im Börsenhandel. Das Wo ist die Verortung. Wer kauft nach mir? Macht das überhaupt Sinn, jetzt auf den Knopf zu drücken? Und das Wie wiederum ist, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, was für eine Ausrichtung setze ich jetzt hier an den Tag? So, das heißt, hier haben wir nochmal ein schönes Schema, was das schnell auf den Punkt kriegt. Schaut mal, wir haben also verschiedenste Einstiege, wir haben verschiedenste Stops. Ob man jetzt eine Markttechnik, Indikatoren nimmt, spielt keine Rolle, aber das allein kennzeichnet noch keinen persönlichen Handelsstil. Einen Handelsstil nur zu definieren und sagen, ich habe eine Candlestick-Formation, die handle ich immer, ist nicht ganz richtig, weil ein Handelsstil kennzeichnet auch, dass du mir sagen kannst, nachdem du die Candlestick-Formation, die dir wichtig ist, gehandelt hast, was du jetzt an Architektur vom Markt erwartest. Trendbewegung, Ausbruch, jeder hat natürlich seine eigenen Einstiege, Besonderheiten etc. Das alles kennzeichnet den Handelsstil. Allen voran die Marktphase, die wiederum kennzeichnet ist, ob dieser Trade, ob diese Handelsausrichtung in dem übergeordneten Marktverlauf, und damit ist der übergeordnete Trend gemeint, überhaupt sinnhaft an der Stelle ist. Ob das Sinn macht, die Verortung an der Stelle mit anzunehmen, den Trade mit durchzumachen. So, genau das ist etwas, dieser Handelsstil, der, wir erinnern uns, und da schließt sich der Kreis zu dem Intro auch, in der Fachwissenskurve dann Stück für Stück aufhört, dann dieses, jenes Buch auch in die Hand noch zu nehmen, weitere Bücher, wenn man seinen persönlichen eigenen Handelsstil gefunden hat und man so eine gewisse selektive Ignoranz an den Markt legt, das heißt, man hat da keinen Druck mehr oder keinen Drang mehr, links und rechts noch weiteres zu suchen, nicht, weil man der Meinung ist, der andere, der macht da totalen Blödsinn oder irgendwas, sondern man sagt, ich habe ein bisschen meinen Stil gefunden, der mit meiner Renditevoraussetzung, also die ich habe, beziehungsweise meine Risikovoraussetzung, meine Renditevorstellung so rum und meinem Zeit, sprich meine Nähe zum Markt, das ist der wesentliche Punkt, wo man die meiste Zeit eigentlich damit verbringt, welche Nähe zum Markt ist denn eigentlich meine Nähe? Ich kann 1000 Dollar im Tickchart holen, aber ich kann auch einmal im Monat handeln und alles, was dazwischen drin ist, ist alles richtig, aber welche ist denn meine persönliche Zeiteinheit? Machen kann ich alles im Börsenhandel, aber irgendwann muss ich mal einen Anker werfen und sagen, so mache ich es jetzt an der Stelle und ziehe es halt mal beständig,
weil duplizierbar halt durch. So, da bin ich soweit erstmal durch. Ich würde euch, was das Thema Markttechnik betrifft, natürlich an der Stelle, aber da will ich jetzt hier nicht zu sehr werbewirksam werden, die Bücher mit an die Hand legen. Wir haben auch solche Markttechnik-Add-ons, zwei Stück. Auf der einen Seite jetzt hier auch natürlich von WH Self Invest das Add-on. Das kann ich hier empfehlen, wenn ihr mal auf WH Self Invest mit drauf geht. An der Stelle, da habt ihr eine Menge Unterstützung. Genauso gibt es auch bei TraderFox. Ich habe euch hier den Link mal mit reingestellt. Da könnt ihr da mal mit schauen. An der Stelle und dann noch zwei Hinweise. Wir haben die ganzen Bücher, zumindest die Händlerbände auch jetzt mit als Hörbuch sehr schön gemacht. Das ist ja so Teaching Novel an der Stelle. Das heißt also so in diesem ein Handelsbüro an der Stelle und die Abenteuer, die da drin entstehen, mit dargelegt, fachlich sehr tiefgründig. Wir haben das auch mit dem, na sag schon, mit Gordon Gekko, mit der Synchronstimme damit. Volker Brandt heißt er, der Genau, gute Volker Mensch. Brandt. Ich habe euch hier die Links mit hergegeben, an der Stelle auch, sei es Audible, beziehungsweise hier habt ihr auch nochmal die Links mit drinnen. Und da könnt ihr das ein oder andere auch hier, Moment, ich kann es euch hier gerne nochmal mitgeben. Bei Audible haben wir sie jetzt auch mit drin. Die meisten sind ja bei Audible, kann hier nochmal schauen. Hol ich das einfach mal mit rein. Mehr will ich an der Stelle gar nicht weiter dazu sagen. Wenn es jetzt an der Stelle Fragen gibt, dann bin ich gern bereit, diese zu beantworten. Am Ende des Tages habt ihr hier auch nochmal notfalls meine E-Mail-Adresse. Wir haben auch im Facebook für den einen oder anderen, der da in diesem Netzwerk mit aktiv ist, auch ein großes Forum, beziehungsweise die Markttechnik-Seite da zu den Büchern. Schaut da mal, beziehungsweise die Webseite von mir, beziehungsweise weitere Webinare, die dann da auch auf Webinar-Guide markttechnisch orientiert unterwegs sind. So, dann denke ich, bin ich soweit genau durch. Haben wir es ja zeitlich auch ziemlich da eine Punktlandung hingekriegt an der Stelle. Markus, Frage an dich. Ja, Bist du super soweit durch? erfolgt. Vielen Dank. Ich würde gerade direkt wieder übernehmen, wenn das okay ist, weil wir wollen ja noch eine ganz kleine, schnelle Fragerunde machen. Viele Fragen sind gar nicht bei uns eingegangen. Anscheinend war es alles wunderbar erklärt und rübergebracht. Das ist doch toll. Es wurde auch kaum jemandem langweilig heute. Also ich finde, du hast das sehr, sehr lebhaft. Sie haben das sehr, sehr lebhaft gemacht heute, das Webinar und die Präsentation. Dennoch gibt es einige Fragen, und zwar eine, die sich auf den Anfang der Präsentation bezieht. Und zwar, wo gibt es denn ein Realtime-Orderbuch? Gibt es das denn überhaupt? Wo kann man das denn finden? Gut, das Orderbuch selber, muss man schauen natürlich, ob man einen Markt hat, der auch ein Orderbuch hat. Nicht jeder Markt, wo ich draufdrücken kann, hat ein Orderbuch, Stichwort gehandelt oder gestellter Markt. Und dann je nachdem, was man für einen Programm, was für ein Programm man hat, kann man dann beispielsweise, was ich, Eurex, DAX Future, an der Stelle auch das Orderbuch in verschiedenen Stufen mal mehr, mal weniger einsehen. An der Stelle, also erste Voraussetzung ist, welchen Markt handelt man, ob überhaupt ein Orderbuch dahinter ist, was es nicht immer sein muss. Es gibt dann auch diese gestellten Märkte, da habe ich kein zugängliches Orderbuch, zumindest jetzt nicht, was man sich per Knopfdruck aufziehen kann. Und dann je nach Markt kriegt man eine verschiedene Tiefe da an der Stelle ersichtlich. Fakt ist eins, Orderbuch darf man jetzt aber auch nicht so sehen, dass ich dann alle Orders, die nächsten 1000 Punkte rauf, die nächsten 1000 Punkte runter, die komplette Bit- und Ass-Seite sehe. Können Sie denn vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen für eine Interpretation von einem Orderbuch? Also was genau kann man denn da rausziehen? Gibt es da ein, zwei knackige Also zum Beispiele? Beispiel gibt es ja mal von WH Self Invest, die Nanotrader, da könnt ihr ja auch das Orderbuch am Terminmarkt jetzt sehr schön oder beziehungsweise auch am Kassamarkt mit einsehen. Wesentlich ist, Achtung, zwei Sachen. Die Beschäftigung mit dem Orderbuch als Fachthema ist mal das eine, um den Marktteilnehmern und deren Funktionsweise ein kleines bisschen auf die Spur zu kommen. Nicht gleichzusetzen mit, ich mache ein Orderbuch auf und auf der Bit- und Ask-Seite, was ich da jetzt in den verschiedenen Tabellen beziehungsweise in den Spalten dann nachher rumwimmelt, auf der, ne, das, je nachdem, wo der Kurs ist, geht das dann immer so ein bisschen rauf und runter. Das sieht ganz spannend aus und dahinter tut sich die Size auch permanent ändern. Hurra, hurra, weil ich sehe ja die Limit-Orders, die da drinnen sind, drüber, drunter. Die Margin-Orders kommen zeitgleich rein. Die Stop-Orders in der Regel sehe ich nicht, zumindest jetzt hier nicht bei Eurex und so weiter, kommt man nicht mit drauf. Will also heißen, das sieht ganz, ganz spannend aus und der ein oder andere hat ja auch das Orderbuch Scalpen, so diesen Sammelbegriff da schon mal mit gehört. Das ist aber natürlich eine ganz andere Welt, die jetzt aus Sicht der Markttechnik. Da wiederum gibt es natürlich auch diese Funktionsweise, wo man rauslesen kann. Da geht es aber nicht darum zur Frage, wo tut heute Abend der Markt stehen, wo tut in den nächsten 10 Minuten der Markt stehen. Da ist die Frage, kann ich aus diesem Markt hier und jetzt eine kleinste Einheit, eine kleinste Tickgröße, sei es einen halben Punkt, einen Punkt, je nach Markt, irgendwie versuchen, hier rauszuhandeln, weil es Stück weit eine Verwerfung, eine Verschiebung jetzt gibt, einfach wie man sich, gibt es verschiedene Darstellungen, das Orderbuch dann sichtbar macht, um da mal zu schauen, ob da etwas handelbar ist. Aber nicht gleichzusetzen,
setzen mit, hallo, ich muss bei einem Handel permanent das Orderbuch aufhaben, weil aus diesem Gewimmel, was ich da ganz, ganz, ganz kurzfristig sehe, ich jetzt ableiten könnte, wo am Freitag der Kurs steht. Also das wären nachher zwei unterschiedliche Geschichten. Was ich jetzt hier mit Orderbuch meine, ist generell, dass man sich mit dem Thema Orderbuch auseinandersetzt, wie funktioniert überhaupt die Kursfeststellung generell in einem Markt, gleichzusetzen mit den Marktteilnehmern, die da drin enthalten sind. Also quasi, was beeinflusst einen steigenden und einen fallenden Kurs? So könnte man es zusammenfassen, oder? Einverstanden, ja. Ja, nach dem Orderbuch gibt es jetzt noch mehrere Fragen. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal ein Webinar nur über das Orderbuch machen. Ich würde jetzt aber noch mal eine andere Frage vorziehen. Und zwar wurde gefragt, schon relativ am Anfang im Webinar, wie viel Prozent Anfänger und Profis es denn am Markt gibt und wer den Kurs bestimmt. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, Herr Vogt, aber vielleicht können Sie das ungefähr einschätzen. Also, puh, man sagt ja, also diese, ich nenne es mal Teletubby-Pauschaltabelle beziehungsweise Verhältnis, was immer rein, dass 90-95% der Märkte da draußen, der Marktteilnehmer in der Regel verlieren und nur ganz, ganz wenig Prozent Geld rausholen. Das ist ja mal das eine. Eine verlässliche, ganz konkrete prozentuale Anzahl wird man seltenst bekommen. Dem geschulden, dass wenn Sie bei irgendwo eine Order aufgeben, ja nicht fragen müssen, wie lange machen Sie sie schon und was ist Sinn und was ist Zweck dahinter. Von daher sind das natürlich alles nur immer so grobe Indikationen. Ich selber kann es nicht sagen. Fakt ist natürlich eines, es gibt mehr private Trader wie professionelle Händler rein zahlenmäßig. Nichtsdestotrotz aber sind die professionellen Händler die natürlich mit erheblich mehr Durchschnitt jetzt gesehen Volumina handeln. Vielleicht gibt es sicherlich den einen oder anderen privaten auch, wo manche Institutionen neidisch wäre, aber im Großen und Ganzen kann man ja davon ausgehen, dass es eben letzteres der Fall ist, spielt es also heißen, dass es mehr Volumina gibt auf weniger Marktteilnehmer und im Orderbuch allein sich und allein zählt das Volumen. Ne? Das heißt also, wenn da eine größere Institution drauf drückt, da weiß ich nicht, wie viele Private dahinter stehen und die würden den Markt auch nicht aufhalten, beziehungsweise dagegen steuern können an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, man könnte es mitunter an der Anzahl der Jahre machen, die seit der Kontoeröffnung zurückliegt, aber da wiederum könnte man auch nicht zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen unterscheiden, weil es gibt wenige, wir sind, keine Ahnung, 10 Jahre dabei und die Lernkurve ist dennoch nur eine gerade Linie. Man spielt einfach an dem Spiel der Spiele mit. Andere wiederum sind ein halbes Jahr dabei und machen da fachlich einen mega Durchmarsch durch und sagen, wow, ne, man tut sich wirklich mit dem Thema sehr tiefgründig beschäftigen und vor allen Dingen, man hat die Bereitschaft, aus seinen eigenen Erfahrungen auch zu lernen. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Nur weil ich ein Buch lese, heißt das ja noch nicht, dass ich das schlussendlich dann auch anwende und auch beständig anwende. Wir haben eine weitere Frage, die natürlich sehr, sehr spannend ist. Wenn man einsteigt und der Markt nach unten korrigiert, wäre es dann sinnvoller, die Korrektur auszusitzen und auf weitere Bewegungen zu hoffen, lautet diese Frage. Aber, da werden Sie mir zustimmen, Herr Vogt, es ist natürlich schwierig, vorher zu wissen, ob es nur eine Korrektur ist oder ob es ein Abwärtstrend wird. Ja gut, die Frage natürlich eins vorweg ist natürlich, wenn zu sagen, es ist eine Korrektur, im Sinne wäre natürlich schön, und das weiß ich ja auch, während die Korrektur läuft, wo ich nur nicht weiß, wie weit sie läuft, ob vorneweg ein Trend ist. Wenn vorneweg ein Trend ist, dann gibt es ja da auch markante Punkte, je nach Definition, wo man sagt, hier sei der Trend gebrochen, solange wie wir den Punkt nicht haben, ist es eben nur eine Korrektur, die weiter und noch weiter halt läuft, vielleicht auch über das übliche Maß hinaus, aber dennoch noch innerhalb des Rahmens der Trenddefinition, dann wäre es ja okay. Dass wenn der Markt dann weiterhin wieder ansteigt und dann nochmal wegknickt beispielsweise und jetzt neben dem Bruch des Aufwärtstrendes auch noch einen Abwärtstrend etabliert, was nicht zwangsläufig gleich sein muss, es gibt auch viele Märkte, da wird der Aufwärtstrend gebrochen, ohne dass es Nachfolge gleich ein Abwärtstrend zur Folge hat, ist mal eine andere Geschichte. Will also heißen, man kann bei keiner Korrektur, die jetzt losgeht, natürlich wissen, ob das das Ende des Trendes ist, aber man kann es in der Verortung der übergeordneten Marktphase bzw. der Signallage und des Trendes ja ein Stück weit abschätzen, ob wir vielleicht im Übergeordneten schon weit in der Bewegung sind, was wiederum zur Folge hat, dass es durchaus sein kann, dass der Signaltrend jetzt mittlerweile sein jähes Ende gefunden hat, es vielleicht trotz Signal ein Neueinstieg nicht Sinn macht oder aber, wenn man schon eine ganze Weile dabei ist und der Markt ist übergeordnet weit über den Punkt 2 gelaufen, einfach sagt, komm,
bevor ich jetzt Orakel oder was weiß ich, komm, ich gehe raus, egal mal wie, und tu lieber das oder das Geld jetzt, die Position in einen anderen Wert nachher einfach umswitchen. Das ist natürlich jetzt von Ja. der grünen Wiese so, man müsste sich mit einem Chart auseinandersetzen. Ja. Wir haben eine Frage einer Frau und Frauen sind ja bei uns im Webinar leider sehr unterrepräsentiert. Insofern würde ich gerne diese Frage auf jeden Fall noch stellen. Welche Markttechnik ist denn als Anfänger zu bevorzugen? Wie viel gibt es denn Markttechnik? Ich Also gehe davon aufpassen, aus, das dass die Thema Dame wahrscheinlich Markttechnik. die verschiedenen Techniken meint, Charttechnik, Candlestick und so weiter. Das könnte ich mir Also, vorstellen, dass sie das meint. jetzt muss man schauen, das Thema Markttechnik ist ja so ein bisschen der Unterbau der technischen Analyse. Will also heißen, das alles, was wir jetzt hier sehen, ist der markttechnisch orientierte Handel, der zur Frage hat, wer kauft nach mir? An der Stelle und wo können die Bewegungen entstehen? Die Frage des einzelnen Einstieges ist da eigentlich jetzt erstmal nebensächlich, beziehungsweise man kann sie austauschen. Will also heißen, wenn einer sagt, er handelt markttechnisch orientiert, weiß ich nicht, was sein Einstieg ist. Das könnte Candlestick-Formation sein, das könnte ein Umkehrstab, Indikator sogar sein. Das heißt, wenn einer sagt, er handelt nur nach Indikatoren, heißt das nicht, dass er zwangsläufig nicht in dem Spielfeld der Markttechnik unterwegs sei. Das ist nicht richtig, sondern markttechnisch orientierter Handel heißt, ich habe überwiegend den Fokus an, wer kauft nach mir, wo können die Bewegungen entstehen? Und diese Fragen kann ich halt auch unter anderem mit dem Signal des Umkehrstabes oder irgendein Indikator etc. Nachvollziehen. Das heißt also, das ist nicht so, dass Trendlinien es gibt, Fibonacci gibt und jetzt gibt es noch Markttechnik und ich muss mich jetzt einig werden, ob ich dieses oder jenes Spielfeld betreiben möchte. Die Markttechnik ist der Unterbau für der ganzen Geschichte und ich versuche das sehr vernünftig zu machen. Und mit was ich das schlussendlich nachher umsetze, eine andere Geschichte. Wesentlicher Punkt der Markttechnik ist dann an der Stelle, dass man dennoch einen stringenten, einen fachlich schlüssigen Handelsstil hat, der all die Sachen, die da relevant sind, und das ist weit mehr als nur der Einstieg, irgendwie ein Stück weit stimmig im Gleichgewicht liegen. Wir haben noch weitere Fragen, aber ich habe einer Userin, denke ich, dass sie eine Frau ist, eigentlich versprochen, dass ich diese Frage noch stelle. Nur leider muss ich jetzt feststellen, wenn ich die Frage noch mal lese, dass diese sehr, sehr weit gefasst ist und sehr individuell. Ich könnte noch grundsätzlich da rausziehen aus dieser Frage, was man denn alles falsch machen kann, wenn man immer falsch einsteigt. Was ist denn der größte Fehler, den man da macht, Herr Vogt? Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden. Was macht Wenn man falsch, wenn man was falsch macht? einen quasi die versteckte Kamera trifft, also wenn man eben über die Schulter schaut und denkt, verdammt, jetzt bin ich eingestiegen und jetzt ist der Markt wieder falsch gelaufen, was ist denn der größte Fehler, den man da macht? Ist das der Fehler, dass man nicht den Mut hat, abzuwarten, bis es wieder in die andere Richtung geht, oder geht man zu früh raus, weil man den Mut verliert? Was ist denn der Hauptgrund? Sind das Emotionen vor allem, die da eine Rolle spielen? Ja, also jetzt könnte man natürlich den Fehler, dass man eben auf Bewegung aufgesprungen ist, noch dahingehend versuchen, ein kleines bisschen, es bleibt immer noch ein Fehler, ein kleines bisschen, ich will nicht sagen in die richtige Richtung, weil man ist ja dennoch falsch unterwegs, dass man halt eben da nicht zu früh rausgeht, was schnell lapidar gesagt wird, weil ja mit dem Fehler auf Bewegung aufspringen oft her noch ein zweiter Fehler Hand in Hand geht, das ist die Positionsgröße. Weil je mehr ich natürlich jetzt hier investiert bin, umso mehr ist das natürlich pure Rhetorik, dass man sagt, man warte doch wirklich, bis der Trend gebrochen ist. Und jetzt, weil du auf Bewegung aufgesprungen bist, musst du halt die komplette Korrektur aussitzen, hast du halt Pech gehabt. Aber Fehler liegt ja an diesem viel zu späten oben aufspringen. Gut, das ist das eine. Wesentlicher Punkt ist natürlich, dass man Stück für Stück seinen Handel dahingehend, Stück für Stück fachlich gerade biegt, dass man eben nicht mehr auf Bewegung aufspringen, sondern überlegt, wo könnte Bewegung entstehen. Das heißt, man sich solche Chartbilder Stück für Stück angewöhnt, sucht und fachlich sehr tief durchdringt, wo eben man in Märkte reingeht, die noch keine Bewegung haben, aber kurz davor sind eben so eine steile grüne Kerze, wo man früher immer erst oben drauf gegangen ist, einfach unten schon reinzugehen und jetzt entsteht die Bewegung. Vielleicht ist das wie Silvester, da kann man sich sehr schön, ne, wenn die Raketen oben am Himmel stehen, der Trading-Anfänger guckt immer oben am Himmel, wo es knallt und sagt, boah, eine Rakete und hüpft oben drauf. Es wäre aber besser, sich den Blick anzueignen. Das dauert ein bisschen und muss halt fachlich, muss man den Blick dann runterschwenken, runter, wo die Flaschen sind, wo die Raketen in der Regel, wenn man so eine Flasche reingesteckt werden. Da unten muss ich ja suchen und gucken, wo eine Lünde schon angezündet worden ist.
ein einfaches Schaubild, aber es bringt es vielleicht ein bisschen aus dem Punkt, dass man da auf eine Rakete setzt und nicht erst, wenn sie oben ist. Wenn die oben halt dran ist, okay, dann sehe ich halt nur noch ein kurzes Feuerwerk und dann war es das halt mitunter. Besser wäre, den Blick runterzubringen. Das heißt also, nicht den Fehler im Fehlerversuch irgendwie zu korrigieren, sondern mal zu überlegen, warum springe ich überhaupt auf Bewegung auf, beziehungsweise eben, und darin kommt man dann an die Stelle, sein Handel so zu gestalten, dass man mit der Frage, wo könnte Bewegung entstehen, da generell ja, einfach hausieren geht, ne? Liebe Webinarteilnehmer, es ist schon 20 nach 7 und wir können natürlich leider nicht alle Fragen beantworten. Ich sehe auch, dass die meisten Fragen, die jetzt so reintickern, sehr persönliche Fragen auch an Herrn Vogt sind. Wir werden im Nachgang des Webinars eine E-Mail an Sie herumschicken, das kennen Sie schon, und auch da werde ich einfach nochmal alle Kontaktdaten von Herrn Vogt unterbringen und Sie können sich dann persönlich an ihn wenden und Ihre Fragen persönlich an Herrn Vogt stellen. Ich denke, das ist doch in Ordnung. Genau. Da bedanke ich mich jetzt auch bei Ihnen, Markus. Schönes Gute, alles Gute, einen schönen Abend. Und wie gesagt, auch wenn das Webinar jetzt zu kurz und knapp war, aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch ein zweites oder ein drittes machen könnte. Genau, also ich denke, wir haben noch genug Material für weitere Webinare. Insofern, Herr Vogt, würde ich Sie gerne wieder hier begrüßen. Ich möchte Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Auch diesen Link zu dieser Aufzeichnung erhalten Sie im Nachgang in einer Mail. Sie können aber auch einen entsprechenden Artikel direkt auf der Startseite von Finanzen.net finden. Herr Vogt, wie gesagt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Präsentation. Wie fällt Ihr Fazit heute aus? Ich denke, war doch ein stimmiges, schnelles Webinar, denke ich da auch zügig durch, dass man da jetzt nicht ganz so bummelig unterwegs ist. Aber man hat ja immer nur eine Stunde Zeit, ne? Man könnte solche Webinare gern 100 davon halten und man hat immer noch nicht das Thema Markttechnik natürlich schlüssig durchschritten. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach hin und wieder mal das eine oder andere Gesichtspunkt oder mal einen Gedanken mitzunehmen, um dann zu sagen, Mensch, beschäftigt euch da mal mit diesem oder mit jenem einfach und man kommt einen kleinen Schritt in Richtung eigenen Handelsstil halt weiter. Und das ist, glaube ich, der wesentlichste Punkt. Von meiner Seite auch. Einfach nur was nachhandeln geht sicherlich auch, aber nach 3, 4 Minus-Trades wird man mitunter fragen, ob das, was man nachgehandelt hat, ist das alles so richtig? Oder man fängt Stück für Stück selber an, seinen eigenen Handelsstil zu finden. Der Vorteil seines eigenen Handelsstils ist, dass man ihn eben nicht nach 3, 4, 5 Minus-Trades gleich in Frage stellt. Sie haben die Rakete heute mehrfach erwähnt und Sie sind heute wie eine Rakete durchs Webinar gegangen und haben trotzdem oder gerade deswegen das Ganze sehr unterhaltsam nähergebracht und wir haben, glaube ich, viel gelernt bei Ihnen. Vielen Dank dafür, Herr Vogt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten an Ihren Geräten ebenso viel Spaß bei diesem Webinar wie wir und Sie können das eine oder andere bei Ihren Börsenaktivitäten anwenden. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie nun nicht mehr so häufig in Situationen aller, wo ist die versteckte Kamera, geraten. Die Voraussetzungen dafür haben wir hoffentlich heute gelegt. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass Deutschland beim Confed Cup Australien mit 3:2 besiegt hat. Ein, wie ich finde, also sehr erfolgreicher Abend. Ich verabschiede mich und danke Ihnen sehr für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend, auch Ihnen, Herr Vogt, und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, liebe Webinarteilnehmer. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.